Es ist der 4. Juli 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist natürlich nicht alleine im Garten. Ich begrüße ganz herzlich meine Mitsendegärtnerinnen. Da ist erstmal die Claudia. Hallo Claudia, guten Abend. Guten Abend. Und da ist der Lars. Hallo, guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Und da ist der Sebastian natürlich. Hallo Sebastian. Hallo, guten Abend zusammen. Und wir haben einen Gast, auf den wir uns besonders freuen, weil der sollte eigentlich schon mal der allererste Gast dieser Sendung sein. Da hat es damals nicht geklappt, aber heute ist er da, der Oliver. Hallo Oliver. Hallo, auch wenn ich ja nur irgendwie halb da bin über das Handy, aber ich bin da. Also guten Abend und schönen Unabhängigkeitstag. Ach ja, heute ist der 4. Juli. Genau, 4. Juli, Unabhängigkeitstag oder 70. Geburtstag unseres Innenministers, Herrn Seehofer. Ich hoffe, es fallen nicht wieder wie beim 69. irgendwelche merkwürdigen Parallelen zu irgendwelchen Zahlen ein. Ich fand diesen Witz damals äußerst geschmacklos und ich hoffe, er hält sich diesmal ein bisschen zurück dabei. Ja, lang ist her, seit der letzten Ausgabe vom Sendegarten, der regulären Sendegarten-Ausgabe. Wir waren nämlich alle beim Podstock, haben da auch eine Ausgabe gemacht. Die ist sogar noch in der Schublade, die müssen wir noch veröffentlichen. Aus Krypte hat sie wahrscheinlich schon alle gemerkt. Ja, Claudia, Lars, Sebastian und ich waren alle auf Podstock und haben ein bisschen Zeit gebraucht, das Ganze so ein bisschen wieder zu verdauen. Seid ihr gut zurückgekommen, alle? Claudia, wie war's bei dir? Also ich hatte ja schon ein paar Tage vorher Anreise. Ich hatte Heimaturlaub, war meine Eltern besucht, die sind da ja in der Gegend. Und für mich war Podstock dies Jahr irgendwie so ein bisschen Urlaub. Das war sehr, sehr schön, sehr angenehm, war cool. Ja, und danach dann eigentlich den Dienstag sind wir dann durchgefahren. Also wieder zurück nach Wien und dann hatte ich nochmal Mittwoch, Donnerstag meine letzten zwei Tage im Dayjob und ja, danach habe ich dann angefangen, Vollzeit Bücher zu schreiben. Ach ja, du hast dich ja beruflich verändert, genau. Hui, ja, sitzt genau. Am Schreibtisch. Mhm, genau. Ja, momentan sitze ich nicht am Schreibtisch, der ist jetzt hier gerade so 2 Meter weit weg, aber ja, jetzt arbeite ich von zu Hause aus, genau. Ja, prima. Sebastian, bist du mit deinem ganzen Technik-Equipment denn gut wieder zu Hause angekommen? Ja, das hat sehr gut geklappt, außer dass mir fast der Wagen weggerollt wäre bei der Abgabe. Was? Wie? Was? Ja, ich habe die Handbremse vergessen anzuziehen, gehe rein und plötzlich kam mir nur entgegen, der Wagen rollt, ich gucke mich um und sehe, wie der Wagen so langsam ins Rollen kommt, aber ich konnte ihn noch bequem einholen, also nichts passiert. Es wäre natürlich auf den letzten Gott. Metern noch ein bisschen dämlich gewesen. Oh mein Gott. Ja, der hat die Handbremse auf der linken Seite, was auf der anderen Seite wieder gut war, weil so musste ich nicht komplett reinspringen, sondern konnte nur die Tür aufmachen und direkt anziehen. Ja, Käsebrot schreibt hier gerade, Sebastian, passieren immer merkwürdige Dinge mit seinen Mietwagen. Möchte sein, das kann wirklich gut sein. Diesmal das kommt von diesen Mary Poppins Taschen, ne? Also das ist so, wenn das innen größer ist als außen, dann macht das wahrscheinlich Probleme. Das kann sein, ja. Dann gibt es einen Knick in der Matrix, genau. Dann frage ich noch eben ganz schnell den Lars, bevor wir zum Oliver kommen. Der ist nämlich zeitbegrenzt. Ich muss noch ein kleines bisschen Gas geben. Lars, wie bist du nach Hause gekommen? War alles gut bei dir? Ah ja. Ist noch nicht wieder da, ne? Lars ist gegangen, offenbar. Na gut. Ja, aber die Kaffeemaschine ist noch da. Die Mute-Taste, ich mit meiner Mute-Taste wieder. Ach so, du mit deiner Mute-Taste. Ja, ja, ich muss mich immer noch daran gewöhnen. Ja, ich hatte heute tatsächlich meinen letzten Arztbesuch zu dem Thema und jetzt ist das Podstock überwunden. Oh. War es die Podzecke? Nee, ich bin ja einmal über Kopf gegangen mit dieser Obstschüssel da und ich habe eine taube Stelle am Knie. Und da hat man mir gesagt, das wird mich wohl noch eine Weile begleiten, weil Nerven sich langsamer regenerieren als der Rest. Aber der Rest ist okay, also alles klar. Gut, okay. Oh.
alles andere ist wieder zugewachsen und du kannst dann kannst du signieren und dran schreiben. Das war Potsdam 2019. Ja. Könntest du mit Edding auf mein Knie malen. Ja, genau. Nicht schön. Oh ja, nee, alles gut gelaufen. Also. Und es fehlt mir sehr. Es ist wirklich schlimm, dass es jetzt so lange her ist. Ja, noch so lange hin. Ich hörte letztens in einem Podcast, dass jemand sagte, ja, das nächste Podstock ist im August. Und dann sagte der, ja, dieses oder nächstes Jahr? Ja, der Wunsch war ja schon da, eindeutig. Okay, komm, wir gehen mal auf die Gartenbank, würde ich sagen, und gucken mal, was uns der Oliver da mitgebracht hat. Lassen wir mal die neue Ernte, stellen wir mal nach hinten. Ich habe mit Blick auf die Uhr so ein bisschen Sorge, dass wir sonst hinten nicht klarkommen. Gehen wir einfach mal auf die Gartenbank. Okay. Komm, hopp. So, und für den Oliver, da muss ich sagen, immer wenn ich an dich denke neuerdings, dann habe ich immer sowas im Sinn hier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Kennst du diese Musik? Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee, es klingt wie Wartemusik. So wie 97 Sendungen oder so. Ja, please hold the line, the next. Das ist James Last. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Das war früher, als ich Kind war, war das ein großer Hit. Ich weiß gar nicht, wann war denn der? Egal. Und weil du ja das Morgenradio machst, muss ich immer an den James Last denken dabei. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung, wenn es doch nur so wäre. Ist bei dir morgens um 7 die Welt in Ordnung? Ja, morgens um 7 stehe ich regelmäßig auf. Ich bin so Typ Lerche und nicht Typ, wie sagt man, Eule oder so? Genau. Es gibt Gründe, warum er das dich und nicht mich fragt, ja. Ja, aber das kann man üben. Frühaufsteher. Nee. Muss man aber nicht. Na, ich komme halt über den Titel deines Podcast-Angebotes oder eures Podcast-Angebotes Morgenradio dazu. Ne? Also, wer hört schon, also die meisten Menschen werden wahrscheinlich das Morgenradio dann bestimmungsgemäß morgens hören. Deswegen morgens um 7 vielleicht. Ja, sowas beim Explikator. Ach. Ja, mit dem das eigentlich irgendwie angefangen hat, da war das so, dass da hatte ich auch Google Analytics eingebaut und habe gesehen, wann die Folgen zumindest runtergeladen wurden auf, wie heißt der Server, der CDN-Server, den der Tobi da betreibt. Egal, da konnte ich sehen, dass die Leute das am Morgen hören. Podseed, oder? Ja, Podseed, genau. Ja, genau. Genau. Achso, das Morgenradio wird am Abend gehört. Das Morgenradio. Also die Benennung Morgenradio ist vielleicht auch schon Teil von dem Problem. Ich dachte mir, dass ich für Podcast Ferne damit die Hemmschwelle senke, aber in Wirklichkeit habe ich, glaube ich, die Verwirrung nur erhöht mit dem Namen. Das hat sich dann eher als Behinderung als Vorteil entpuppt, Morgenradio, glaube ich. Okay, also du hast jetzt schon gesagt, Morgenradio ist ein Problem, aber vielleicht sollten wir erstmal für alle, die dich nicht kennen, ich glaube es sind nicht so ganz viele, aber mag ja der eine oder andere dabei sein, der jetzt sagt, Oliver Wunderlich, also das ist doch sowieso ein Künstlername, so heißt doch keiner und dann macht er hier irgendwie was Berühmtes, was ich aber gar nicht kenne. Kannst du ganz kurz mal so deine Podcast, wie nennt man das, Vita, mal kurz zusammenfassen, wie bist du zum Mikrofon gekommen und was machst du da jetzt eigentlich im Podcastland? Ja, ich habe vor kurzem gedacht, es gibt jetzt viele aufregende neue Podcasts, die aus einer ganz anderen Sozialisation kommen als wir fünf jetzt zum Beispiel. Ja, denen so ehrwürdige Namen wie Tim Pritlove oder Holger Klein gar nichts sagen, sondern die kamen dann mit Jan Böhmermann oder was weiß ich, erzählen sie dann in ihren Podcasts. Und ich habe mich echt gefragt, wie kam ich zum Podcast? Und ich glaube, das kam übers Bloggen. Am Anfang des Bloggen, also der Podcast ist eine Fortentwicklung vom Bloggen eigentlich und so kam ich dazu. Darum bin ich ziemlich lang schon dabei. Also den ersten Podcast, das war Labiner und Wunderlich mit dem Untertitel Zwei alte Säcke streiten sich. Das war, glaube ich, vor 10 Jahren.
So hat's angefangen. Schon was her. Hast du nicht schon mal eine Zeit lang Podcast gemacht, so ein bisschen aus Selbsterfahrung oder Selbsthilfegründen? Das war der Explikator. Das war der Explikator, okay. Ja, genau. Erzähl ruhig. Also ich behaupte mal, dass jeder mit einem Sendungsbewusstsein auch eine therapeutische Komponente dabei hat. Ja? Also das Verlangen, in ein Mikrofon zu sprechen und das fremden Leuten vorzuspielen, da ist, glaube ich, immer ein therapeutisches Element dabei, glaube ich. Behaupte ich einfach mal. Ja, und bei mir war es so, nachdem Labine und Wunderlich irgendwie konzeptionell an seine Grenzen gestoßen war, also die Streits wurden einfach immer heftiger. Das war wirklich so. Übererfüllung. Ja, zu großer Ehrgeiz wahrscheinlich. Habe ich ja lange nichts gemacht. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, wo sich alles irgendwie auf den Kopf gestellt hat. Ich war ja Hausmann. Dann sind die Kinder ausgezogen, dann ist sofort meine Ehe hinterher kollabiert, Trennung, auf einmal hockte ich wieder in einer Studentenwohnung mitten in München statt auf dem Land. Und um an den Abenden nicht zu depressiv zu werden oder zu viel Bier zu trinken, habe ich wieder angefangen zu podcasten, alleine. Und das wurde der Explikator. Das habe ich 4 Jahre gemacht, glaube ich. Da hast du uns die Welt erklärt. Ja. Mit dem Explikator. 680 Folgen. Wow. Ja, genau. Ja, Hammer. Glaube ich doch, ja. Ja, und während der Zeit zum es gibt schon noch Leute mit mehr da draußen. Und während der Zeit habe ich dann die Ellen kennengelernt und die hat den Explikator dann gehört und beschlossen, dass der Typ hinter dieser Stimme irgendwie nett sein muss. Wir haben uns kennengelernt und dann ist sie praktisch in das Projekt mit reingewachsen und wir haben daraus dann das Morgenradio gemacht. Genau. Erst war sie die Explikatorin und hat ab und zu mit ins Programm, also mit in die Episoden eingesprochen und dann habt ihr was komplett Neues auf die Beine gestellt. Genau. Genau. Und Format... Ja. Ja. Der Explikator war ein, sag mal, ein Herzensprojekt, mehr oder weniger. Da hast du ja keine Verkaufsabsichten gehabt. Aber das Morgenradio, das sollte schon eure Miete irgendwie einbringen. Also da war schon ein bisschen anderer Gedanke dran. Ja, das Morgenradio haben wir von Anfang an hinter eine Paywall. Ja, also beim Explikator war es möglich, Spenden zu erbringen. Damals, glaube ich, Patreon, PayPal und so weiter. Das war so bei 150 Euro im Monat, schätze ich mal. Und mit dem Morgenradio wollten wir eigentlich eine größere Zielgruppe erreichen und haben dann beschlossen, dass die ehrlichste Lösung eigentlich irgendwie ist, zu sagen, ja, wir machen das, aber wenn du das hören willst, kostet es was. Wir wollten auf gar keinen Fall Werbung machen, weil wir in unserem Leben beruflich schon so viel Werbung gemacht haben. Ich wollte aber auch nicht nach jeder Sendung sagen, und bitte spendet oder benutzt meinen Affiliate-Link oder was weiß ich. Darum dachte ich, das Fairste und Offenste ist es zu sagen, ja, wir kosten 5 Euro im Monat. Ja. Ihr müsst zwischendurch was sagen, ich fühle mich hier so alleine. Achso, Entschuldigung, ja, kann ich gerne machen. Machen wir alle. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit der Latenz. Zwischendurch dann, ja, ich auch. Aber das Handy macht zwischendurch dann total still. Ich weiß immer nicht, ob noch jemand da ist, der mir zuhört. Ja, das ist echt fies, genau. Ja, wir müssen ab und zu so ein bisschen mit den Gläsern klappern, dann wird das besser hier. Oder eine Melodie summen oder so. Mit der Einladung heute, beziehungsweise dein Kommen heute, machen wir ja besonders einen unserer Hörer besonders glücklich, nämlich den Dirk Prims, der sich ausdrücklich gewünscht hat, dass du ihn als Gast in den Garten kommst, weil er eben mitbekommen hat, dass das Bezahlangebot Morgenradio jetzt nicht mehr hinter einer Paywall steckt. Da ist eine Änderung eingetreten und er ist neugierig,
Und ich bin auch neugierig auf deine Erfahrungen, die du mit diesem System gemacht hast und warum du es jetzt am Ende in ein Spendenmodell zurück umgewandelt hast. So wie sieht es zumindest aus für mich. Ja, so ist es ja auch. Ja, und warum? So ist es ja auch. Weil die Einnahmen sich nicht mehr irgendwie gedeckt haben mit dem Aufwand, der da zu betreiben ist. Also nach der Umstellung vom Explikator aufs Morgenradio sind natürlich, wie zu erwarten, nur ein Teil der alten Hörer mitgekommen. Haben gewechselt, weil die meisten einen Podcast ja anders verstehen und die Paywall abgelehnt haben. Das bedeutet, von den 1500 Hörern, die ich jeden Tag hatte beim Explikator, kamen spontan sofort 50 ungefähr mit. Und im Lauf des ersten Vierteljahrs haben wir dann 50, na, das stimmt gar nicht, das mehr im Lauf der ersten 7, 8 Monate oder so, haben wir das dann aufgestockt auf 100. Und die 59, die waren tatsächlich auch Podcast-fair und waren genau die avisierte Zielgruppe. Aber da sind wir dann stecken geblieben. Ja, also da hätte man beträchtlichen Aufwand leisten müssen, um diese Zielgruppe weiter auch zu erreichen. Ja. Also wir haben Facebook-Anzeigen geschaltet, wir haben Google Ads probiert, wir haben YouTube-Videos beworben, wir haben sogar Outbrain versucht. Das sind diese nervigen Briefmarken, großen Ads, die immer an den Artikeln unten dran kleben. Kennt sicher jeder. Hm. Vom Weggucken wahrscheinlich. Und so, was? Ja, ja, genau. Wie aus dem alten Date. Ach so, diese, wenn da so 4, 5 nebeneinander sind, diese Dinger da. Ja, genau. Da ist Outbrain der größte Anbieter von. Okay. Mhm. Und das war aber relativ wirkungslos. Es ist von verschieden großer Wirkung, sagen wir mal so. Aha. Aber wenn wir nicht ununterbrochen Marketing gemacht haben und die Werbetrommel gerührt und Redaktionen angeschrieben oder was weiß ich, dann ist auch nichts passiert. Und wir sind ja dann trotzdem nur irgendwie, wir sind halt einfach bei 100 ungefähr stecken geblieben. Und ja. Das heißt dann, bei 100 Leuten 5 Euro pro Monat, hast du 500 Euro pro Monat. Hm? Ja, denkst du mal, ne? Also erstens geht da ja für die Zahlungsanbieter was weg. Und zweitens habe ich jetzt als Alleinstehender auch den höchsten Steuersatz. Das bedeutet, davon ist halt noch nicht viel Miete gezahlt. Beziehungsweise Hypothek abgezahlt. Ja, nee. Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite hatte das den Vorteil, dass die Steuerberaterin gesagt hat, ja, das kann ich im Finanzamt noch als Liebhaberei erklären. Denn, Herr Wunderlich, Sie müssen von jedem Ihrer Abonnenten den Wohnsitz und die Adresse vorhalten für die Mehrwertsteuer. Och. Das bedeutet, wenn wir die Grenze auch noch wenn wir das jetzt unsere Hörerschaft verdoppelt hätten und dieses Einkommen außerhalb von Liebhaberei hätten versteuern müssen, hätten wir von allen Leuten, von allen Hörenden nachträglich die Adressen noch einholen müssen. Und das ist, da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Heißt das nicht, dass das beim Zahlungsanbieter liegt? Verzeihung, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldige, reicht das nicht, dass das beim Zahlungsanbieter liegt? Musst du den ganzen Krempel dann auch vorhalten? Den muss ich vorhalten, ja. So war die Auskunft vom Finanzamt. Und zwar unabhängig von der Höhe der geleisteten Zahlung. Also auch für so 5 Euro. Und das ist dann halt, ja, das ist speziell mit den, wir hatten ja auch Hörer im Ausland, ja, da musst du dich dann auch drum kümmern, zu was für einem Steuersatz das dann zu versteuern ist. Aus Litauen, aus Brasilien, aus Japan, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ist seit diesem Jahr etwas einfacher geworden. Tatsächlich, also bis 10.000 Euro Umsatz muss man diese Vorortversteuerung, die es sonst in Europa gab, tatsächlich nicht mehr so abführen, sondern führt dann quasi alle zu 19% ab. Kurz mal so von meiner Seite eingeworfen, weil ich da mich auch schon... Interessant. Also sofort wieder hinter die Paywall. So.
Ja, mein, ich finde das immer noch die richtige Lösung. Ich glaube, dass viele von den Problemen, die wir haben, daher rühren, dass wir im Internet nicht wirklich bereit sind, für etwas Geld in die Hand zu nehmen. Ich finde wirklich, dass das Internet werbefinanziert ist ursächlich verantwortlich für die Probleme, die hinter Facebook oder Daten bei Google Ads stehen. Ja? Ja, das ist ein ursächlicher Zusammenhang. Ja, ob das eine jetzt, wie war das, Henne oder Ei ist, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass uns vielfach als Benutzer nicht bewusst ist, dass es mehrere Währungen gibt und der Euro, den wir da bezahlen, ist ja nur die eine Möglichkeit. Also ich habe mal spaßeshalber gesagt, wir bezahlen entweder mit Monetarien, also mit Geld, oder mit, mit Naturalien. Nein, mit Naturalien, also quasi mit unserer Natur, dass wir sozusagen gewertet werden, was sind wir für so Typen, oder sogar mit unseren Personalien, indem wir wirklich identifiziert werden und dann da Benutzer-Tracking und solche Geschichten stattfinden. Also da gibt es eben diese Währungen, Naturalien und Personalien durchaus auch. Oder Kulturalien, so war das, richtig. Kulturalien, also mit meiner Nutzerkultur, was bin ich denn für ein Typ? Höre ich denn morgens oder abends zum Beispiel? Ne, sowas. Aber gut, ja. Jetzt das spontane Gegenargument gegen so ein einzelnes Bezahlangebot ist ja, wenn ich meinetwegen jetzt 10 Lieblingspodcasts habe und von jedem, jeder gibt mir die Möglichkeit, hinter die Paywall zu kommen, wenn ich 5 Euro im Monat gebe, muss ich schon mal 50 Euro regelmäßige Zahlungen leisten. Das klingt viel Geld für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Hältst du von diesem Gegenargument etwas oder ist das für dich kein Argument? Naja, das ist natürlich ein Argument. Es betrifft ja nicht nur Podcasts. Das Problem betrifft ja genauso Fernsehen oder Audio. Das ist ja das Gleiche. Also da zahle ich Netflix und Amazon Prime und Spotify. Und das sind ja trotzdem Modelle, die mit Werbe finanziert sind. Na, bei Netflix jetzt nicht. Ja, aber ich meine, die Gegenmodelle sind ja werbefinanziert und deshalb günstig. Und darum sage ich, 30 Euro mehr mag ich jetzt nicht ausgeben. GEZ habe ich auch noch am Hals. Klar, logisch. Das ist halt, weil wir diese Kultur entwickelt haben und diese Art, das zu betrachten. Du sagst also, wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde haben wir uns an so ein Werbesponsoring derartig gewöhnt, dass wir die echten Preise in Anführungszeichen gar nicht mehr kennen. So wie wir uns an die Billig-T-Shirts im Discounter gewöhnt haben, die für 2 Euro daherkommen, wo man eigentlich weiß, für 2 Euro kann man, wenn man ein Stück Stoff in die Hand nimmt, mit gutem Menschenverstand kein T-Shirt schneidern. Es dauert einfach länger und es braucht schon mehr Material als 2 Euro halt. Ja. Eine Zeitschrift, je höher der Grad an Anzeigen in der Zeitschrift, desto billiger ist sie im Handel. Je weniger Anzeigen drin sind, desto mehr Geld müssen die Leute in die Hand nehmen. Okay. Also ich meine, man würde ja auch nicht sagen, ja, jetzt zahle ich schon so viel für Netflix, dann kann ich mir kein Buch mehr kaufen in dem Monat, oder? Also ich gucke natürlich jetzt aus der Perspektive eines langfristig Beschäftigten mit einigermaßen klarem Gehalt, mittleren Alters, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt vielleicht Berufsanfängerin oder Studentin oder so, wo man wirklich mit dem Euro rechnen muss, oder vielleicht alleinerziehender Vater, wo auch nicht so viel Geld übrig ist, da machen 10 Euro pro Monat wirklich schon eine richtige Frage auf. Ich weiß, ich kann immer nur aus meiner eigenen sehr beschränkten Perspektive in die Welt gucken. Das ist mein Nachteil. Das ist ganz sicher so. Natürlich ist es so. Ich meine, wir hatten immer dabei stehen und wenn du wirklich dir das nicht leisten kannst, dann schreibe uns eine E-Mail, dann kriegen wir das auch so geregelt. Ja, aber im Prinzip war einfach deutlich eine Grenze gesetzt. Wir wollen für das, was wir anbieten, wir wollen für unsere Arbeit Geld. Wir wollen das hauptberuflich machen und wir wollen dafür Geld.
Also ist ja auch völlig legitim. Verstehe mich gerade nicht falsch, bitte. Das ist völlig legitim. Also ich will das jetzt so moralisch werten oder so. Nein, ich finde, das ist völlig okay, dass du sagst, ich setze mich hier jeden Tag hin oder wir setzen uns hier jeden Tag hin und liefern ab. Also lass uns da ordentlich einen Deal rausmachen. Und wenn man diese 5 Euro durch die 15, 30 Angebote oder so oder 20, ich weiß nicht, wie viel Episoden ihr pro Monat rausgebracht habt, teilt, dann ist das auch ein völlig okayer Preis. Aus der Perspektive eines Vielhörers ist es wieder viel, aber das ist eine andere Perspektive. Gut, jetzt ist aber doch passiert, dass dieses Modell nicht aufgeht, es funktioniert nicht. Bist du enttäuscht? Bist du traurig? Wie gehst du damit um? Ja, ich finde das eigentlich schon enttäuschend. Also es war sichtlich eine Fehleinschätzung. Ja. Es war auch eine Fehleinschätzung von unserem Zielpublikum. Wir haben recht früh gesehen, das war schon beim Explikator, hat sich das angedeutet und beim Morgenradio ging das so weiter. Unser Publikum ist überdurchschnittlich alt für ein Podcast-Publikum und es ist überdurchschnittlich weiblich. Also beim Morgenradio waren das über 70 Hörerinnen im Vergleich zu 30 Hörern. Ja. Das ist ziemlich deutlich untypisch für einen Podcast. Jetzt ist es aber tatsächlich so, und das mag mir keiner glauben, dass für eine Zielgruppe von, sagen wir, Menschen über 40 Podcast, Podcatcher und Abonnieren und solche Dinge immer noch eine technologische Hürde sind. Ja, also das war unser größtes Problem, immer noch Podcast-Anfängern das Podcast-Hören zu erklären. Ja. Also und das, nachdem das jetzt eine Technologie ist, die seit 15 Jahren existiert, ja. Wie hast du es konkret gemacht mit der Paywall? Also du musst ja dann quasi ein Abo-Modell schaffen, wo jeder individuell eine URL bekommt. Welche Methode hast du da verwendet? Oh, verschiedene. Also bestimmte Seiten waren nur über die Freischaltung zu erreichen mit Passwort. Dann hatten wir eine Web-App, eine progressive Web-App, die nur per Passwort zu benutzen war, als Alternative zu einer eigenen Podcast-App, die man erst hätte installieren müssen. Und dann konnte man einen individuellen RSS-Feed jeder in seinem Podcatcher benutzen, wie er Spaß hatte. Ah, und nicht weitergehen. Na klar, freilich. Ja, oder war da ein Mechanismus drin, der erkannt hat, über diesen RSS-Feed hat es bereits einen Download gegeben und ein zweiter wird verhindert oder so? Nein. Das nicht. Du konntest ja immer 5 Folgen bei uns kostenlos anhören und das ging über einen simplen Cookie, den wir gesetzt haben. Da musstest du nur den Cookie löschen, dann konntest du die nächsten 5 anhören. Es geht, wie gesagt, es ging ja nicht darum, da mit Argusauge unser Eigentum zu bewachen, sondern eine Lebensgrundlage darauf aufzubauen. Ja, klar. Also wenn du anfängst, dir über alle möglichen Sicherheitsmängel eventuelle Gedanken zu machen, da schläfst du schlecht. War jetzt auch nur aus der Neugier heraus. Claudia, bitte. Ja. So ein Modell, dass du halt eine Paywall halt aufbaust, das gibt es ja zum Beispiel auch, wenn du halt Steady benutzt. Da kannst du ja auch dann auf der Plattform selber so ein RSS-Feed dann erstellen. Bei Patreon gibt es das ja auch. Ich höre ja relativ viele englischsprachige Podcasts, unter anderem den The Creative Pen von der Joanna Penn. Das ist eine Britin. Und die macht das tatsächlich sehr erfolgreich. Die macht allerdings halt auch vom Content von ihrem Hauptpodcast, der ist gratis, ja, macht sie halt sehr nützliches Premium. Angebot. Sehr nützliches Angebot für Menschen, die Bücher schreiben. Also sowohl Verlagsautorinnen als auch Self-Publisherinnen. Und die hat halt
das Modell, wenn, also man kann ihr dann auf Patreon spenden und wenn man das tut, dann kriegt man halt auch noch einen zusätzlichen Podcast-Feed. Und dieser zusätzliche Podcast-Feed, der ist dann halt tatsächlich hinter dieser Patreon-Paywall. Also der ist halt wirklich nur für Unterstützer. Aber die macht das auch sehr erfolgreich eben. Die kriegt da, glaube ich, 800 Pfund oder sowas pro Folge mittlerweile. Also das liegt dann halt aber auch daran, dass eben dass sie halt eine weltweite Hörerschaft hat. Ne? Also es ist halt englischsprachiger Raum. Das ist schon mal deutlich größer als eben rein deutschsprachiger Raum. Ne? Und dass sie da halt genau die Nische dann auch gefunden hat. Ne? Ich glaube, es würde im deutschsprachigen Raum genauso funktionieren. Also Stay Forever ist ein Games-Podcast, der über Patreon sich hauptsächlich finanziert. Und die verdienen, glaube ich, 8.000 Euro damit. Und die haben auch den Großteil der Inhalte im Patreon-RSS-Feed. Und nur einen Bruchteil im Freien. Es gibt da viele Modelle. Jeder Marketing-Experte im Internet schlägt dir ein sogenanntes Funnel-Trichter-Modell vor, das du durchziehen musst. Also in der ersten Stufe, wenn jemand deine Webseite besucht, dann musst du erstmal seine E-Mail abgreifen, irgendwie, indem du ihm was schenkst. Ja? Und dann schreibst du ihm einen Newsletter und dann sprichst du ihn direkt an und dann hast du ein Incentive hier und ein Incentive dort, bis du ihn dann zum Vertragsabschluss bringst. Das kann man alles machen. Das ist im Prinzip der Standardweg, wie das mittlerweile im Internet stattfindet. Und wie gesagt, ich fand es einfach ehrlicher, von Anfang an zu sagen, das kostet 5 Euro. Schluss aus, keine Newsletter, kein Scheiß, keine Spielchen. Ja, und die Leute haben nicht mitgespielt. Das ist echt dann schade aus der Perspektive der Machenden. Nee, das kann man jetzt nicht sagen, dass es nur das ist, sondern wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Zielgruppe zu erreichen. Ja? Also wir haben es nicht geschafft, aus der Zielgruppe, die Podcasts bei uns insgesamt hat, in Deutschland groß rauszukommen. Ja? Dazu hätten wir Kommunikationsmaßnahmen ergreifen müssen, die außerhalb von dieser soziologischen Gruppe der Podcast-Hörenden ist. Zeitschriftenanzeigen, Radiospots, hochgradig professionelle Pressearbeit, solche Dinge. Und das hatten wir halt nicht im Budget. Ja, klar. Ich hörte letztens, dass es jemand aufgefallen war, dass zum ersten Mal im Fernsehen in einer Fernsehwerbung für Podcast geworben wurde. Das fand die Person doch ein bisschen merkwürdig, so bemerkenswert jedenfalls. Muss es wohl geben. Spotify wahrscheinlich oder Audible, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, was es genau war, aber ich weiß, dass die Person ziemlich verwundert war, dass eben in dem Videomedium für ein Audiomedium geworben wurde. So. Also eher ungewöhnlich. Für uns wahrscheinlich nicht so. Ja, doch auch, ne? Ja. Also im Radio wird ja schon auch für Kinowerbung zum Beispiel, also für Video, für Bild geworben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nee, ja, halt geht für Webseiten oder so. Ja. Also du hast schon Medienbrüche immer wieder drin, aber nicht so ungewöhnlich, ja. Also am schönsten gegangen wäre, Entschuldigung, nach dir? Ja, sprich ruhig. Ich wollte schon fragen, wie es weitergeht, aber du erzählst noch ein bisschen, wie es gewesen ist. Das ist auch sehr gut. Ja, also am einfachsten gegangen wäre das sicher mit Facebook. Denn die Zielgruppe, die ist auch noch auf Facebook. Also die über 40-Jährigen, sagen wir mal, noch sehr gut vertreten. Und die Tools, die Facebook einem da an die Hand gibt, die richtige Zielgruppe zu finden, die sind auch nicht schlecht. Aber der sogenannte Return of Investment ist einfach zu hoch gewesen, ja. Also sprich, das Investment wäre zu hoch gewesen. Das Investment wäre zu hoch gewesen, oder? Das, ja, genau. Also
man hätte da wahrscheinlich für einen zahlenden Hörer 25 Euro oder so investieren müssen. Ja, also dass das, der Return of Investment wäre dann erst nach 5 Monaten. Und das vorzufinanzieren, das geht halt nicht. Ja. Das ging halt nicht für uns. Aber und abgesehen davon, dass das irgendwie ekelhaft ist, was man da an Datenmaterial bekommt zur Auswahl bei Facebook. Also Bildung, Einkommen, verheiratet, geschieden, kann man alles gezielt anwählen. Und das finde ich irgendwie, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt mit. Das ja, kann ich Linkshänder, so Brillenträger, Hundehalter, alles dabei. Claudia, ja, sowieso. Nee, ich kann das total nachvollziehen. Also das ist ja auch der Grund, warum ich damals meinen, also jetzt nicht den letzten, aber den Dayjob gekündigt habe, weil ich halt genötigt war, mich mit diesem ganzen Marketingzeug auseinanderzusetzen und Werbebanner und so ein Kram. Ich kenne das alles, wovon der Oliver erzählt, und ich finde es halt einfach nur grauenhaft. Das sind Informationen, die ich einfach, also ich als Person, ich will das alles überhaupt gar nicht wissen. Ja, es ist so, von daher ist das halt auch ein Weg, gegen den ich mich jetzt halt ganz bewusst auch entschieden habe, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich arbeite jetzt wieder selbstständig, halt im Kreativbereich, aber diese, was jetzt halt so in ist an, in Anführungsstrichen, klassischem Marketing, das will ich für mich alles überhaupt gar nicht. Also das, Entschuldigung, es widert mich einfach an. Das ist so ein, nee. Dann nehme ich lieber das Marketing des Oldschool davor, wo ich die ganzen Informationen einfach nicht habe, sondern einfach aus Bauchgefühl und Menschenkenntnis halt einfach weiß, wo und wie ich Leute anspreche, ja. So, ohne dass ich eben diese ganzen Informationen kriege und nach Möglichkeit, ohne dass eben die Angesprochenen diese ganzen Informationen letztendlich auch loswerden und die bei irgendeinem anderen Anbieter landen statt bei mir. Aber die Streuverluste, wenn dir der Marketingchef sagt, dass du deine Streuverluste minimierst und zielgenau und bedarfsgenau werben kannst und kein Euro geht verloren, dann lade ich den Marketingchef hiermit ganz herzlich zur nächsten Privacy Week ein. Ja, genau. Ja, also die Streuverluste, das ist so. Also ich meine, das muss man ja sagen. Also wenn du, je gröber du praktisch deine Marketingmaßnahmen verteilen musst, desto teurer wird es. Ja. Ja, na klar. Das ist ja kein Quatsch. Nö, aber es gibt ja auch noch so Sachen wie Mundpropaganda etc. pp., auf die man sich ja dann halt auch stützen kann, wo du weißt, okay, du lieferst hier an der Stelle halt etwas ausreichend Gutes, dass Leute drüber reden, ja, und das weiterempfehlen, was jetzt halt zum Beispiel im ganzen Bereich, wenn du als Autorin oder halt Literatin irgendwie Lektorat anbietest, dann haben die selten tatsächlich Werbung irgendwo, sondern das ist eine Sache, die sich primär über Mundpropaganda zum Beispiel weitersetzt. So, hey, ich hatte bei der Person super Lektorat, versuch's doch auch mal da, ne? Und das ist dann zwar die ja etwas ungenauer oder ungezielter, aber dafür hast du eben dieses ja, diese Credibility durch Word of Mouth halt, ne? Also das ist schon etwas, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ne? Nö, dauert halt viel länger. Ja klar, das ist wohl wahr. Und ist nicht so gut in Münze umzurechnen. Ja? Also wenn mir jetzt jemand einen Prospekt reinreicht über Kinderkleidung oder was weiß ich, irgendwie so Kinderspielzeug oder so, ich habe kein Kind im Haushalt, ich werde es nicht gebrauchen, und bis vielleicht würde aber irgendwann mal von mir aus an eine Kollegin oder einen Kollegen oder Nachbarn die Information gehen, guck mal hier, das habe ich gesehen, das wäre doch vielleicht was für euch. Also, aber das ist natürlich völlig unberechenbar. Meistens landet es ja nur einfach im Altpapier. Und dann weiß ich auch nicht mehr, dass da irgendwie das tolle Angebot war. Nee, das weißt du nicht mehr bewusst, Martin. Werbung und Marketing funktioniert unbewusst. Es geht um das, was du nicht weißt, dass du weißt. Ja, ach, genau. Wir machen das in unserer Gesellschaft seit über 100 Jahren. Wir haben das
großartig perfektioniert. Wir haben den Leuten beigebracht, sie müssen sich die Körperhaare überall abschneiden, um ihnen Produkte zu verkaufen. Ja, also wir sind dem Werbebotschaften genauso ausgeliefert wie alle anderen. Wer denkt, er kann dem entkommen, der täuscht sich, glaube ich. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Ich stelle mir immer vor, dass das tatsächlich so irgendwo in so Thinktanks oder so tatsächlich Leute zusammensitzen und sich überlegen, was sie denn jetzt als nächstes unter das Volk bringen. Bubble Tea zum Beispiel. Natürlich. Ja, das ist jetzt, ne? Da machen wir jetzt mal eine große Nummer draus und dann passiert das auch und manchmal wird es dann auch groß und manchmal ist es auch ein Flop. Nee, also nicht mehr. Die bei Bounty, die haben die Körner zur Mars GmbH. Und das ist in Wirklichkeit ein großes, altes, amerikanisches Familienunternehmen. Und die haben schon vor 10 Jahren sich gedacht, na, das mit den Süßwaren auf Dauer, die Leute mit ihrem Gesundheitswahn, wir müssen was anderes machen. Und die kaufen jetzt flächendeckend in Europa die Tierkliniken auf, weil die auch Whiskas im Angebot haben und was weiß ich. Also Anikura ist so eine Kette mit über 1000 Tierkliniken in Deutschland, die gehören Mars. Also diese Thinktanks gibt's. Oh weia, das ist so gruselig, das ist so gruselig, es ist wie so ein dystopischer Spielfilm irgendwie, der Weltenherrscher. Ich gucke hier gerade auf den schwarzen Kater neben mir. Tja, würde er Whiskas kaufen? Nee, wenn es so süß Whiskas wie Bounty ist, bestimmt. Ja. Oh Gott, das arme Tier. Ja, die haben nämlich da gibt es auch eine Untersuchung darüber, die haben festgestellt, dass egal wie die Wirtschaft ist, ja, egal wie das Kaufverhalten der Leute ist, was sie ihren Tieren kaufen, das Geld, das sie für Tiere ausgeben, ist immer gleich. Ja, und wenn sie diesen Markt besetzen können, dann haben sie praktisch, können sie das auffangen, die Verluste von den Süßwaren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist echt auch schwer, seinen geliebten Vierbeiner da leiden zu sehen. Also da legt man gerne mal, also ich kann es mir gut vorstellen, ich habe kein Tier, Gott sei Dank. Ich möchte auch ehrlich gesagt keins, obwohl manchmal bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich andere Menschen interagieren sehe mit ihrem Vierbeiner, dann denke ich auch, würde ich auch mal ganz gerne, aber ich könnte dem Tier nicht gerecht werden, aus Zeitgründen. Und aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es eine sehr enge Bindung gibt und dadurch, dass du ja als Halter oder Halterin weißt, dieses Wesen ist von mir abhängig. Wenn ich dem nichts, wenn ich die Dose nicht aufmache, dann alleine kriegt die Dose halt nicht auf. Ne? Ja. Das bringt dich schon auch in so einen Zugzwang, glaube ich. Und da ist schwer dann zu sagen, nee, hier nur noch das Billigfutter und wenn du mal krank bist, ja, dann wirst du halt gleich eingeschläfert. Das ist echt eine Denke, die vermutlich sehr selten ist. Ja. Das glaube ich. Und da kommt, und das ist teuer. Tierarzt ist echt teuer. Ja. Oh ja. Aber die Vierbeiner sind auch sehr nachdrücklich, wenn sie dann auch Futter haben wollen. Also so ist jetzt nur auch nicht. Ja, das stimmt. Und man muss sich auch nicht vormachen, egal wie gut das Verhältnis ist, wenn du da tot rumliegst, ja, und deine Katze hat Hunger, dann findet es schon Wege. Ja, das ist, glaube ich, dann vorbei mit dem tollen Verhältnis. Solange du noch ein bisschen schmeckst, wirst du dann angeknabbert. Also, okay. Genau. Wow. Wahrscheinlich, ja. Sehr schön. Wie machst du denn jetzt weiter? Lieber Oliver oder liebe Oliver, liebe Ellen. Ihr macht ja einfach in der gleichen Form weiter. Gut, inhaltlich habt ihr ja sowieso ein bisschen gewandelt. Ihr seid ja jetzt ein Geschichtenerzähler-Podcast geworden. Vorher war das ein bisschen noch mit persönlichen Dingern so angemischt, glaube ich. Ne? Ja. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Warten wir gemeinsam. Okay. Hallo, Godot. Ja, hallo. Ja, das ist die blöde Latenz von dem Handy. Hm. Das ist, ja, wir haben nur nach einem Amerika Jahr telefonieren. Was? Ein Klavier. Mir ist schlecht. Ja, wir haben nach einem Jahr ausgewertet, welche Sendungen gut angekommen sind. Und das waren es waren sehr, sehr deutlich die Geschichten. Und je sachlicher
der Informationsgehalt von der Sendung war, so explikatormäßig, desto weniger gut war das Feedback. Und darum haben wir vor einem Jahr umgestellt auf einen rein Storytelling-Podcast. Und das machen wir jetzt erst auch mal so weiter. Schon letztes Jahr haben wir mit Auftragsarbeiten Geld dazu verdient. Für Audible habe ich einen Meditationspodcast gemacht und zurzeit eine Einschlafhilfe-Podcast mit Hintergrundgeräuschen aus der Natur und der Zivilisation. Da sitze ich jetzt gerade an der zweiten Staffel und derweil läuft das Morgenradio weiter. Wir haben ja jetzt schon eine Folge weniger in der Woche und nutzen die Zeit, um auf Dauer da noch ein anderes Format daneben zu stellen, testweise. Aber solange die Reaktionen von den Hörenden weiter so positiv sind wie bisher, machen wir das auf jeden Fall weiter. Ja, wenn man auf eurer Webseite so ein bisschen guckt, da stehen ja wirklich sehr nette Kommentare. Also das wird sehr hoch geschätzt. Und ich weiß zum Beispiel auch, ich glaube sogar einen Kommentar wiedererkannt zu haben. Da würde ich vermuten, da hatte der Lars von seinem morgendlichen Gerödel geschrieben. Kann das sein, Lars? Ja, der ist, tatsächlich, der ist tatsächlich von mir, ja. Aha, siehst du. Yeah, 100 Punkte für Martin, super. Ja, ich höre das Morgenradio tatsächlich morgens. Ist tatsächlich brav. Bitte? Brav, habe ich gesagt. Brav. Ja, es ist tatsächlich, das Ritual ist, ich hole mein Telefon vom Ladegerät aus dem Arbeitszimmer und tapere schlurfe noch schlaftrunken mit dem Telefon zur Kaffeemaschine und während die Kaffeemaschine aufheizt, lädt schon das Morgenradio. Das finde ich gut, aber so ist es ja eigentlich gedacht. Oder machst du den Download? Ja, Entschuldigung. Hier, Kaffeemaschine, die richtigste Frage. Alles ist runter. Spielst du es der Kaffeemaschine also, vor? Ich lade tatsächlich aber bewusst runter, weil ich sonst einen kleinen Sprung beim Hören habe und die Folgen sind ja nicht so groß. Die Verzögerung gegenüber Stream ist jetzt, weil ich es vorher einmal runterlade, irgendwie 4 Sekunden oder so. Das ist alles noch verschmerzbar und ich habe dann eben noch ich bin ja eh noch müde. Das Zeitgefühl ist eh noch nicht ganz da. Also passt. Okay, also einen zufriedenen Hörer haben wir auf jeden Fall schon mal identifiziert. Ich bin leider kein regelmäßiger Hörer. Ich habe ab und zu mal in die kostenlosen reingehört und dann immer mal wieder so euch im Zwiegespräch auch. Und dann gab es ja auch dieses merkwürdige Geräusch eines Kassetten-Tape-Deck-Gerätes, wo ich gestehen muss, das habe ich erst erkannt, als Lars mir verraten hat, was es sein sollte. Also ich habe es nicht als solches identifiziert, glaube ich. Oder du hast es mal erzählt im Angebot selber, das kann auch sein. Also das Klappern selber habe ich nicht nachvollziehen, das kann ich nicht verstehen, habe ich nicht begriffen, was das ist. Echt? Obwohl ich selber so ein Teil gehabt habe. Beziehungsweise ich habe hier sogar stehen. Natürlich. Also ich finde dieses Geräusch derart in your face. Also echt? Total. Ja. Ja, für mich war das nicht so eindeutig. Na, ist ja witzig. Ich meine, bei den Kassettenrekorden früher oder später ist ja immer die Klappe abgegangen. Ja? Irgendwie sind die ja. Die Klappe, die war ja irgendwann weg. Und das war dann halt bei dir so früh, dass du das Geräusch schon gar nicht mehr kennst. Genau, so muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Wenn ihr so regelmäßig große, also man gut, Lars sagt gerade, sind jetzt nicht so lang, aber doch komplette Geschichten, jeden Tag eine produziert. Fast. Wie um Gottes Willen holt man das alles aus seinem Kopf heraus in der Menge? Ja, die Frage wäre sonst noch von mir gekommen, weil ich finde das extrem beeindruckend, die kreative Leistung, sich jeden Tag eine oder fast jeden Tag eine Geschichte auszudenken und die auch noch angemessen zu vertonen, einzusprechen und so weiter. Wie? Ja, ich meine, im Gegensatz zu euch habe ich halt sonst keinen Job. Das ist die Erklärung. Also ja, aber selbst wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitzen würde, käme bei mir, glaube ich, nicht regelmäßig so viel raus. Ich würde. Also, doch, das geht schon. Ich würde die Disziplin nicht aufbringen, glaube ich.
Wie machst du das? Außer Meditation. Ich hätte die Kreativität auch nicht. Das kommt. Also ich glaube wirklich, eine halbe Stunde irgendwo sitzen und nichts machen, nicht aufs Handy schauen, nichts lesen, sich nicht unterhalten, ja, schon hast du Ideen. Ja, schon fängt dein Kopf an zu sagen, was wäre, wenn? Und jede Geschichte fängt so an. Was wäre, wenn? Ja. Da musst du dann einfach nur ein bisschen weiterdenken. Das ist alles. Die Möglichkeiten sind unendlich. Aber ich muss es ja dann auch noch fixieren, aufschreiben, damit ich es möglicherweise mit jemandem gemeinsam anschauen kann und auch noch produzieren. Und regelmäßig und immer. Und hast du da immer Lust zu? Oder geht das manchmal auch so ein bisschen mit Zähneknirschen? Die Lust kommt dann meistens. Es gibt manche Ideen, mit denen ich die ich nicht so rüberkriege, wo ich dann unzufrieden bin mit dem Ergebnis. Aber es geht mir jetzt nach vielen Jahren Podcasten immer noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Job, der ist scheiße. Also wenn ich das nicht so gerne machen würde, würde ich ja nicht so verzweifelt versuchen, davon zu leben. Das verstehe ich. Und schreiben und aufnehmen, das kriegen wir alle fünf, die wir hier sitzen, echt hin, oder? Konzepte schreiben ist nicht so meine starke Seite. Ich kann gut einfach drauf losreden und habe auch diverse Ideen im Kopf, aber das zu formulieren, also zu fixieren, also Ideen zu fixieren, das ist für mich echt eine Riesenhürde. Ist echt schwer, finde ich. Ja? Ja. Siehst du, und in meinem Kopf bin ich jetzt schon wieder dabei, irgendwie Opfer zu fixieren, damit ich sie hinterher umbringen kann. Aber das ist nicht für die Autorin. Fesselspiele, ja, ja. Nee, eher das die tödliche Variante. Martin. Ja, hier. Also, ich schreibe immer nur ein paar Stichworte auf für eine Idee. Und dann kommt es oft vor, dass ich nach einiger Zeit nicht mehr weiß, was ich gemeint habe. Also zum Beispiel habe ich momentan in der Liste einen Eintrag, der ist Vampir und Toilettentür. Und dann saß ich dafür und dachte mir, was war das denn nochmal? Und dann ist es mir wieder eingefallen, ich habe mir gedacht, Vampir, ja, wenn der jetzt in so eine Toilette reingeht, wo automatisch die Tür aufgeht und zu, ja, was passiert denn? Wird der denn überhaupt gesehen von der Lichtschranke? Kann der da eigenständig aus dem Klo wieder raus oder nicht? Ach so. Und geht beim Waschbecken das Wasser an oder nicht? Auf einer zweiten Ebene könntest du auch noch fragen, ob er Interesse an vollgesogenen Tampons haben könnte. Teebeutel. Als kleiner Snack zwischendurch. Wir waren ja gerade schon bei den Maßriegeln. Ja, ja. Vielleicht kann man die auf Holzstiele stecken und dann einfrieren, so für die Sommermonate. Hilf mir, wenn er da je wieder rauskommt. Genau. Wenn die Tür überhaupt wieder aufgeht. Genau. Da gibt es eine ganz berühmte Kurzgeschichte von Woody Allen, wo der Graf Dracula aus Versehen bei der Sonnenfinsternis rauskommt und ins Haus vom Bürgermeister geht. Und dann geht auf einmal die Sonne wieder auf und er versteckt sich im Klo. Und alle aber am Dorf sind so stolz und froh, dass endlich der Graf mal zu Besuch ist, bis sie irgendwann die Klotür einbrechen, um ihn zu sprechen. Und dann wird er zu Staub. Oh. Ja, gut. Ist ja traurig. Ich meine, die ganzen Vampirgeschichten und Unempfindlichkeiten oder Empfindlichkeiten, die kranken ja eigentlich daran, dass auch der helle Mond nichts anderes als Sonnenlicht ist. Und demnach eigentlich, außer wenn es komplett duster ist, jedes Mal auch in der Nacht eine gewisse Gefahr für einen Vampir besteht. Aber so wollen wir jetzt so genau wollen wir das mal lieber nicht diskutieren. Oder hört sich gerade den astronomischen Lob zu holen? Ja, also beim Vergleich zur Unsterblichkeit ist das auch eine Kleinigkeit, oder? Ja, also beim Mondlicht reicht ein Cetirizin, das reicht bei prallem Sonnenlicht nicht mehr aus. Das ist doch klar. Okay. Okay. Ein Allergiemittel.
So, Oliver, du hast gerade schon angesprochen, dass du zwei Auftragsproduktionen für Audible machst. Einmal ein Meditationsangebot. Das ist schon, das sind drei Staffeln und eine Bonusstaffel, also das ist schon richtig groß geworden. Und neu, also das ist der Impetus, ne? Der Impetus-Podcast. Genau. Und neu, seit Februar etwa, läuft es Deep Sleep, also ein Einschlafen-Podcast. Es soll 29 Episoden geben, die gibt es aber noch nicht alle. Das heißt, du bist irgendwie im Zugzwang. Du bist einen Vertrag eingegangen, ich mache 29 Episoden und jetzt musst du liefern. Ist das ein anderes Podcasten? Musst du nicht? Nee, die Episoden gibt es alle. Ach, die sind schon fertig. Okay, das las ich in dem Bericht ein bisschen anders. So habe ich das jedenfalls heute Morgen gesehen. Also die schon da sind oder noch kommen werden, stand da drin. Okay, die gibt's alle schon. Aber ist das ein anderes Podcasten, wenn da ein Vertrag steht mit einem Anbieter, der sagt, hör mal zu, du kriegst so und so viel Geld. Also wenn es eine Auftragsproduktion ist, fühlt sich das anders an? Na klar, logisch. Da bist nicht du der sagt, das gefällt mir nicht, sondern der Kunde. Ist ja klar. Wer zeugt, schafft O. Der Kunde ist also nicht mehr der Hörende oder die Hörende, sondern die zentrale Audible. Ja, genau. Das ist eine richtige Auftragsproduktion. Und kommt von denen dann auch gelegentlich eine Rückmeldung, wenn du eine Episode im ersten Entwurf einreichst, dass sie dann sagen, aber hier jetzt bitte keine schlüpfrigen Witze oder kein Blut oder irgendwas. Von denen kommt Feedback, absolut. Ja, und das war bisher, da kann ich mich echt nicht beschweren, echt immer produktiv. Also ich meine, ich vertrage negative Kritik nicht besonders gut. Ich muss dann immer schlucken, aber dann erzähle ich das der Frau anders und die sagt, weißt du was, deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner, die haben, glaube ich, recht. Und meistens hatten sie dann auch recht. Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Die Zusammenarbeit ist wirklich tadellos. Hm. Heißt das dann aber auch, dass du lieferst ja quasi eine fertige Produktion ab und dann sagen die, nee, hier bitte was anders. Das heißt, du musst diese Produktion, diese Episode dann nochmal neu machen. Das kommt vor, ja. Klar. Okay. Dann musst du mal so verstehen. Irgendwie? Nee, also ja, nein. Irgendwie beides. Auf der einen Seite nicht verwunderlich, weil das ist ja, wenn ich Claudia als Autorin mir vor Augen führe und du mit deinem Lektor oder deiner Lektorin dazu gange bist, die sagte ja auch gelegentlich, genau. Also hier den Erzählstrang jetzt mal bitte weg, das ist zu viel oder hier noch ein bisschen aufhübschen oder was weiß ich. Und dann musst du ja auch umschreiben. Also du bist ja dann auch quasi... Genau so ist es. Empfänger des Auftrags, ja, Auftragsempfänger, wenn man so will. Ja. Genau, aber im Allgemeinen haben die ja durchaus recht, weil die haben ja zumindest einen objektiveren Blick auf das Ganze. Und also ich kenne es jetzt halt von den Texten, wenn man jetzt dann lang genug eben dran arbeitet, irgendwann ist eben dieses Waldbäume-Problem. Das ist völlig klar. Und wenn dann halt eben diese Meinung von außen kommt, das sind ja dann auch alles primär Vorschläge und dann ist halt ganz viel drin rumgestrichen und alles ist halt irgendwie markiert. Und ich denke mir dann so, oh Gottes Willen. Aber also ich kenne das auch, ich muss dann auch immer erstmal so einen Moment Pause machen. Okay, gut. Und dann gucke ich es mir halt nochmal an und üblicherweise passt das dann. Also ich nehme nicht alle Vorschläge an. Also bei den Texten habe ich jetzt dann halt auch die Freiheit, dass ich sage, okay, ein Teil davon möchte ich halt lieber so lassen, wie ich es hatte, oder ich ändere es noch mal ein bisschen ganz anders ab. Aber grundsätzlich ist das schon immer ganz gut, eben wenn da von außen noch wer Einfluss letztendlich auch nimmt, weil es dann eben auch für den Endkunden, also Leserinnen und Leser oder halt in dem Fall Hörerinnen und Hörer, das Erlebnis natürlich noch verbessert. Ne? Also Endprodukt wird halt einfach besser dadurch, weil einem selber ist natürlich beim Schreiben oder halt auch beim Konzipieren von dem Podcast ganz viel klar, was halt vielleicht für die Leser, Leserinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen eben nicht klar ist. Und das kann einem halt so eine objektive Zwischenperson dann halt auch sagen.
Ja. Und es gibt da sicher auch ein spezifisches Audible-Kundenprofil, das sich garantiert von dem Morgenradio hörenden Profil unterscheidet. Ja. Also hast du eine Vorstellung, was der Unterschied ist? Ja, also das Zielpublikum ist wahrscheinlich männlicher und jünger als beim Morgenradio. Ja, also ich habe da Zahlen gesehen, was Audible betrifft, aber ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ja. Okay. Aber ja. Ja. Inwieweit kannst du denn auch in die technische Gestaltung eingreifen? Also ich habe jetzt bei dem Deep Sleep Rückmeldungen gelesen, wo drin stand, dass du hast ja gesagt, du machst Text, du sprichst Text und nimmst Geräusche, Alltagsgeräusche dazu. Habe ich bei Rückmeldungen gelesen, dass die Alltagsgeräusche im Verhältnis zu den Gesprochenen zu leise sind. Und dann, wenn dieser Geräuscheteil beginnt, dass dann die Menschen, die schon halb weggeschlafen wären, oder zumindest beschreibt das der eine so, dass er nochmal ans Gerät fassen muss und lauter machen und dann ist er wieder wach. Dann funktioniert das mit dem Einschlafen nicht. Hast du die Möglichkeit selber da die Lautstärkepegel zu gestalten oder macht das dann Audible? Nö, ich liefere das fertige WAV-File an. Das ist schon von mir. Das ist bei der ersten Staffel es ist schwierig. Also die Erzählung, die in so einer Deep Sleep-Folge drin ist, die ist an sich schon abgeschlossen und zufriedenstellend und führt dieses Alltagssymphonie, habe ich das getauft, dieses Geräusch schon ein. Das beginnt im Hintergrund und das tut dann im Zeitraum von 20 Minuten abebben. Es wird also immer leiser. Und das ist eine schwierige strategische Entscheidung, wann man wie leise wird, ja. Ja. Ja, ja. Und das habe ich, und das werde ich in der zweiten Staffel, werde ich auf dieses Feedback eingehen und da ein bisschen hochdrehen. Bei den neuen Folgen. Ist das für dich so ein wichtiges finanzielles Standbein, dieses Audible? Also die Frage, die so ein bisschen dahinter ist, du hast ja gerade gesagt, du musst Hypotheken abzahlen und so, also das muss ja regelmäßig Geld reinkommen. kannst du wirklich von dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort leben oder musst du noch irgendwie nebenbei Seminare geben, Meditationskurse machen, irgendwo noch mehr Einnahmequellen haben? Ich bekomme momentan noch Unterhalt, ja, aus der Scheidung, aus der Ehe, weil ich ja, wie gesagt, praktisch als Hausmann praktisch da jetzt Unterhalt bekomme, eine Zeit lang noch. Und in der Zeit ist der Druck nicht ganz so groß, aber momentan leben wir von dem, was wir schreiben und sprechen, ja. Allerdings, Urlaub ist nicht drin. Ja. Das klingt schon hart. Ja, freilich. Ich meine, es ist der Versuch, da so einen Wunsch, so einen Berufswunsch mit 54 Jahren nochmal umzusetzen für uns beide. Da bin ich schon auch bereit, gewisse Härte aufzunehmen. Aber Audible ist sehr wichtig für uns. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, da kommt ja zumindest unabhängig davon, wie viele Hörer das Angebot hat, am Ende mal ein fester Betrag dabei heraus. Oder ist das Download-abhängig, was du da rausbekommst? Nein, das ist eine richtige Auftragsproduktion. Ja, ich gebe dir x Euro und du gibst mir dafür so und so viele Minuten gesprochenen und geschriebenen Text. So, klarer Vertrag. Also könnte ja auch kaum anders funktionieren, nachdem das ja ein Inhalt ist, den die praktisch bei Audible ihren Abonnenten kostenlos anbieten. Also da hätte ich jetzt selbst von einer 80-prozentigen Beteiligung nicht viel. Ja, nun, aber wenn da jetzt so ein Straßenfeger existiert,
Also wie, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch Angebote gibt, die irgendwie mainstreamiger sind als andere und dass die vielleicht interessanter sind für den Produzenten zu produzieren. Könnte aus dieser Perspektive heraus. Aber das sich gern. Oder das nimmt sich dann gar nicht so unglaublich viel von den E-Books über Amazon. Also wenn er das Bezahlmodell letztendlich ähnlich ist für diejenigen, die den Content produzieren. Also es klingt zumindest sehr ähnlich. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht hier an dieser Stelle, aber es ist, kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor. Das ist auch nur eine reine Neugierfrage. Also man kann sich ja unterschiedliche Modelle vorstellen und wie das dann halt so läuft. Also ich meine, die werden intern sicher gewisse Erwartungen haben, die sie an ihre Produkte stellen, ja. Aber nach dem, was ich als Feedback habe, laufen beide Produkte ausgesprochen gut. Ja, dass das mit dem Einschlafen so ein Thema ist, das finde ich ja immer wieder faszinierend. Also jetzt bei Podstock war auch der Tobi Bayer anwesend und dann ist natürlich immer ganz oft, wer ist das? Ja, das ist der vom Einschlafen-Podcast und Tobi macht ja irgendwie einmal pro Woche oder alle 14 Tage, gar nicht so häufig macht er dann eben auch sein Einschlafangebot mit relativ großer Verbreitung und wurde damals auch vom WDR mal interviewt und dann hat das auch so eine Welle gegeben, weil der Bedarf nach Einschlafunterstützung offenbar sehr groß ist. Das ist also ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die sich hinlegen und nach 3 Minuten weg sind irgendwie. Aber da bin ich scheinbar wirklich gesegnet. Also da gibt es einen ganz anderen Bedarf. Hast du das angeboten oder kamen die auf dich zu, da von Audible sowas zu machen? Das habe ich angeboten. Also im Zuge von dem Meditationskurs, der ja 100 Folgen hat, da waren auch Traumreisen dabei. Also so Fantasiereisen, also eine spezielle Art von geführter Meditation, was an sich nicht so viel mit Zen zu tun hat, aber wirklich eine schöne Sache ist. Und das hat sehr gut funktioniert und das hat mir Spaß gemacht. Und deswegen die Idee zu bestimmten Geräuschen, eine kleine Geschichte zum Einschlafen. Eine gute Nachtgeschichte ist wahrscheinlich eine der ältesten Formen überhaupt von Geschichten. Ja, das stimmt, ja. Also ich habe da einen Field-Recording-Freund gefunden, der hat die Cable Car in San Francisco aufgenommen. Da habe ich mal eine Geschichte zum Cable Car ausgedacht. Ja. Der andere hat in Australien die Geräusche nachts am Lagerfeuer. Da habe ich mir dazu eine Geschichte ausgedacht. Das ist eine sehr schöne Sache. Okay, daher erst das Geräusch und dann die Geschichte dazu. Ja, verstehe. Ja. Verstehe. Ich glaube, fliegende Mücken haben sich nicht so durchgesetzt als Einschlafgeräusch. Es gibt ja auch einen Aufwachen-Podcast. Also. Wie gemein. Ja, so möchte man aufwachen. Genau. Wobei, ich denke mir das immer, die Evolution ist ja angeblich so toll, ja. Und dann machen diese Stechmücken diese Geräusche. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, eigentlich nicht. Na, es geht nicht nur ums Stechen, sondern auch die Leute noch ein bisschen zu trollen. Also das kriegen sie schon gut. Das muss so sein. Ja, genau. Tyrannisieren, genau. Also jemand sagte mal, wenn jemand behaupten würde, dass man als kleine Einheit nicht in der Lage wäre, eine große Sache in Bewegung zu setzen, dann sollte man sich ein Beispiel an den Mücken nehmen. Die sind so klein und die schaffen es trotzdem, einen 90 Kilo Menschen dann nachts nochmal hochzutreiben und der springt auf der Matratze rum, um dann das blöde Vieh zu erwischen. Und wenn man dann mal die Größen- und Gewichtsverhältnisse gegeneinander sitzt, dann kann man schon behaupten, dass auch das Kleine das Große in Bewegung gesetzt bekommt. Das ist nicht Physik. Das ist eine Frage des Hebels, ja. Des besonderen Hebels. Nochmal zurück zum Morgenradio, Oliver. Das machst du ja gemeinsam mit der Ellen Anders. Also ja. Anders und wunderlich. Wir hatten gerade schon diesen wunderbaren Wortwitz eigentlich. Eure beiden Nachnamen
Also einfach schön. Also, man könnte es sich besser fast gar nicht ausdenken. Wie ist das denn so als Team zu podcasten, vor allen Dingen nicht nur wie wir hier alle 14 Tage mal zusammenkommen, sondern wirklich tagtäglich? Gibt es da nicht auch manchmal so Schwierigkeiten, so Team? Ich weiß, ihr hattet zwischendurch mal so eine kleine... Na, Lücke, darauf will ich jetzt gar nicht, auf das Konkrete gar nicht eingehen. Also das ist eure Privatangelegenheit, das will ich hier gar nicht so irgendwie vorführen. Nee, mir geht es so mehr darum, wie funktioniert das? Hast du eine Idee und Ellen auch und dann schmeißt du die zusammen oder macht der eine Tag, gerade Tage machst du, ungerade Tage macht Ellen oder wie teilt ihr das so auf? Jetzt hast du die ominöse Lücke erwähnt, das will ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Houston, also, hallo? Ich bin da, hallo. Ach so, okay. Es knackt nur wie bei der Landung des Adlers auf dem Mond. Naja, klar, wir haben ein Problem. Oje. Also, wir wohnen zusammen, wir leben zusammen, wir sind ein Paar. Wenn unsere Paarbeziehung Probleme hat, dann hat der Podcast ein Problem. Das ist ganz sicher der Haken. Und das, was du angesprochen hast, da war es zwischendurch so, dass wir uns so gezofft haben, weil wir beide auch streiten wie Pubertierende. Ich glaube, die Ellen gesagt hat, ja, dann leckst mich heute am Arsch, du machst halt deinen Scheiß allein. Oder ich habe gesagt, ja, dann hau doch ab, ich mache meinen Scheiß allein. Das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Und deswegen ist sie ausgefallen für eine Sendung, glaube ich. Also das ist das Problem, wenn man so 24 Stunden am Tag zusammen lebt und arbeitet, ganz sicher. Und was das Machen betrifft, da bin ich, schreibe ich die allermeisten Sendungen da. Steigert die Ellen gemächlich ihren Output so langsam an Geschichten. Aber so, ja, so eine klare Teilung habt ihr da nicht. Also du machst die meisten auch so, wie dir gerade was in den Sinn kommt. Und ab und zu kommt dann von Ellen eine eigene Geschichte dazu. Genau, so ist es, ja. Und durch mein Feedback zu jeder Geschichte. Wir machen keinen Table Read mehr, keinen kompletten vorher. Ich höre ihn jetzt ganz leise. Ich leider auch. Ja. Hallo? Jetzt besser? Ah, ja, da, ja, ja, jetzt da bist du wieder laut, ja. Irgendwas war weg. Ja, das war mein Fehler. Und was das Feedback betrifft, ist, wir machen keinen Table Read vorher mehr, keinen kompletten, sondern wir machen den Table Read praktisch beim Aufnehmen. Was bedeutet, dass die Folge auf der Festplatte immer erstmal doppelt so lang ist, wie das, was dann gesendet wird. Ah ja, aha. Ja. Habt ihr denn so einen festen Tagesrhythmus, dass ihr dann sagt, so 16 Uhr Treffpunkt Studio, oder ist das schon auch mal so ein bisschen? Ja, genau. Ja, ganz streng? Ja, genau. 17 Uhr meistens. Auf dem Stühlchen und dann ans Mikro und ran. Ah, ja, ich bin genau der Typ, ich stehe um 7 Uhr auf, dann meditiere ich, dann gehe ich mit den Hunden spazieren, ich gehe jeden Tag um 12 Uhr laufen und wir nehmen jeden Tag um 17 Uhr auf. Das ist beeindruckende Disziplin, also wirklich, da ziehe ich aber ganz tief den Hut. Oh. Und es macht immer noch, also das ist viel einfacher. Ja, aber ich würde irgendwann mal, glaube ich, innerlich rebellieren und sagen, ich will mich jetzt nicht um 5 Uhr hinsetzen. Ich will jetzt nicht. So. Da würde das kleine Teufelchen in mir hochspringen, auch einfach vielleicht einfach nur um Widerspruch zu erzeugen. Und dann würde ich irgendwann wahrscheinlich den Spaß verlieren, glaube ich. Also so kenne ich mich. Echt? Finde ich gut, wenn das klappt. Ja, ich mache das eigentlich hauptsächlich, weil ich wirklich eine faule Sau bin und mir keine Gedanken machen möchte, wann ich was mache. Aber das funktioniert auch. Also wenn man sich, also ich, bei mir ist es halt eher so dieses um 9 aufstehen, Bad, Kaffeemaschine, Schreibtisch. Und das funktioniert eigentlich total super. So, weil irgendwie mein Kopf schon drauf getrimmt ist, dass er dann halt anfängt, irgendwie am Buch weiter zu denken.
Und ich glaube, wenn man da einmal so eine, so einen Rhythmus gefunden hat, der für einen funktioniert und man halt zu bestimmten Zeiten ja quasi automatisch dann kreativ ist, das kann echt gut klappen. Ja? Ich finde, es geht nicht anders. Mein Illustrationslehrer 1985, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, es ist wurscht, wann du die Scheiße zeichnest, aber die Scheiße muss gezeichnet werden. Also kann man sich auch gleich hinsetzen. Wenn man lange wartet, ist es nicht so, dass das Zeug dann auf einmal genial ist. Aber es gibt doch, der Scheiß muss weg. Es erste gibt doch den Entwürfe Flow. Sind dafür da. Nein, das, da widerspreche ich. Es gibt aber den Flow oder es gibt die, also ich weiß, dass ich zu unterschiedlichen Zeiten mit gewissen Problemen leichter oder schwerer zurechtkomme. Eine Sache, die mir heute Kopfzerbrechen bereiten kann, kann morgen vielleicht mit einem Handschlag gelöst werden, weil mir dann irgendwie, ich weiß nicht, dann habe ich die richtige Einstellung dazu. Das hat allerdings die Gefahr, dass ich jetzt immer warte, bis ich zu einer Aufgabe, die anliegt, sei es nur den Müll raustragen, die richtige Einstellung habe. Und das kann natürlich unter Umständen so lange dauern, bis der Müll hier überquillt. Das ist nicht wirklich eine gute Strategie. Nee, nicht so richtig. Und das ist für einen Kreativbereich auch eigentlich genau nicht die richtige, sondern da ist es halt, das hat auch der, ach Gott, wie heißt er nochmal? Ganz großer Bestseller-Autor, Stephen King. Genau, der hat ja dieses Buch On Writing geschrieben. Und der also sagt halt auch immer wieder, wenn man jeden Tag am leeren Blatt, also am leeren Blatt sich einfindet, dann weiß die Muse, wo sie einen zu finden hat. Also, wo sie hingehen muss, um einen zu finden, weil das, also man kann Kreativität tatsächlich trainieren wie ein Muskel halt auch. Das geht. Echt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Flow-Erlebnis sich schneller einstellt, wenn man nicht darüber reflektiert, was man macht. Ja. Also so Flow gibt es ja zum Beispiel im Golf auch. Und bei Golfern, da gibt es eine Krankheit, die heißt Yips. Das fand ich hochgradig faszinierend, dass also auch professionelle Golfspieler, die einen professionellen Schwung haben, auf einmal verhauen die ihre Bälle. Und man kann dann genau messen, woran das liegt und woran das nicht liegt. Und das liegt tatsächlich daran, dass ihr Bewusstsein sich beim Schwingen für eine Millisekunde einschaltet aus Angst, ja, aus magischem Denken, ja, was weiß ich, und ihnen den Schwung versaut. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Kennst du das beim Treppen runtergehen, wenn du plötzlich anfängst, darüber nachzudenken, dass du gerade die Treppen runtergehst? Das ist ganz schlimm. Das kenne ich nicht. Kann man das vergleichen? Ja, ich bin da fast schon hingefallen dabei, weil mein Kopf plötzlich nicht irgendwie über den Einkaufszettel oder was auch immer nachdachte, sondern plötzlich über, ich muss jetzt Treppen runtergehen. Das war also ganz, ganz fürchterlich. Ich glaube, da ist irgendwo eine spannende Geschichte verborgen. Hey, das klingt interessant. Claudia und die Treppe. Ich hatte das eine Zeit lang in meiner Unterschrift. Ich konnte irgendwann mal, genau, meine Unterschrift habe ich sehr unterbewusst gemacht und irgendwann habe ich angefangen darüber nachzudenken, wie ich denn gerade meine Unterschrift mache, insbesondere in dem Augenblick, wo ich an einer Tankstelle war und musste jetzt so einen Bon unterschreiben und das sollte genauso aussehen wie die Unterschrift, die da auf dieser Karte drauf ist und natürlich, genau, war das ein einzelnes Gekrakel und hätte jeden Grund gehabt zu sagen, das ist hier nicht die Originalunterschrift. Das ist furchtbar, das ist mir wochenlang so gegangen. Jetzt hat es sich wieder so ein bisschen gelöst, aber das ist echt blöd. Ja, für Golfer auch. Das ist Unterschriften-Jips. Das gibt's, das habe ich auch. Ich kann nur zweimal, höchstens zweimal authentisch meine eigene Unterschrift machen. Ja. Einmal zum Üben. Beim dritten Mal. Der Pulli. Genau. Das ist eine Fälschung. Ich habe eine Fälschung, genau, meiner eigenen Unterschrift. Ja. Das ist genau. Okay, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Das beruhigt mich sehr. Nee. Ich glaube, das hängt am ähnlichen Gehirnareal vielleicht, wie wenn man halt lange oder oft genug ein Wort laut hintereinander sagt, wo es dann irgendwann anfängt, sich völlig falsch anzuhören und man keine Ahnung mehr hat, was es heißt. Ja, das habe ich. Na klar. Jeder hat das, glaube ich, oder? Das ist irgendwie das Gegenteil von etwas internalisieren. Das ist das Externalisieren. Auf einmal hörst du dich förmlich beim Reden, wie du das Wort sagst. Gott. Und fängst an nachzudenken, genau.
Lars kennt das auch. Was hast du denn für Erfahrungen damit? Naja, ich habe halt in meinem vorigen Job sehr oft mit dem Wort Gebiet zu tun gehabt und dieses Wort hat irgendwann komplett einfach nur jede Bedeutung verloren. Das kam dann irgendwann mal wieder, aber das Wort Gebiet ist bei mir also ganz komisch besetzt zum Beispiel. Aber so bei euren Bauern, an euren anderen Beispielen musste ich noch dran denken, wenn man drauf guckt, man trägt eine Tasse Kaffee die Treppe runter oder hoch, sobald man drauf guckt, schwappt sie über. Ja. Ja. Nur nicht hingucken. Das ist, genau. Das ist der Trick. Genau. Beim Motorradfahren sollst du ja auch immer dahin gucken, wo du hinfährst und nicht da, wo du gerade fährst. Also. Ja. Aber wenn sich das Bewusstsein einmischt an der Stelle, oh, bloß nicht überschwappen, hat man eigentlich schon verloren. Das ist. Genau. Das ist wie mit Schrödingers Katze. Wenn man hinschaut, ist sie tot. Oder am Leben zum Glück. Also, Kater, geht's dir gut? Guck nicht hin. Kennt ihr das, wo Schrödinger angehalten wird vom Verkehrspolizisten? Der sagt, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie fahren? Sagt er, nee, aber ich weiß, wo ich bin. Sehr gut, sehr gut. Ja, schon, fast schon ein schönes Schlusswort. Wir haben 9:30 und du wolltest gerne bis um 9:30 bei uns sein und danach dich zurückziehen. Dann können wir, glaube ich, jetzt so ein kleines Fazit machen und sagen, herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit und vor allen Dingen in den Einblick an der Stelle der Frage, warum hat es jetzt diesen Wechsel vom Bezahlmodell zum Spendenmodell gegeben? Wir machen nochmal heftig Werbung für das Morgenradio, Geschichten aus dem Morgenland, wenn man so will. Nein, natürlich nicht. Wenn man das auch abends hören kann, ist alles gut. ausgedacht von Ellen Anders und Oliver Wunderlich, ganz frisch in eure Podcatcher und wer das Spendenmodell mittragen möchte, der findet da auch Möglichkeiten. Was hast du so schön geschrieben? Man kann auch Fronarbeit abliefern und die Adresse ist mittelalter@morgenradio.de oder sowas, ja? Es ist tatsächlich so, dass ein Hörender uns für ein Jahresabo ein halbes Schaf angeboten hat. Aber ein halbes? Das kann ja nur am Hang laufen, das geht doch gar nicht. Das fällt doch um. Ja, vor allem, das ist ja dann tot, ne? Ach so, ach ja. Ach ja, das ist auch, ja. Auch so. Stimmt. Weißt, ich glaube, egal wie man das teilt, es ist immer tot. Da hilft auch kein Schrödinger mehr, nee. Nee. Ja. Egal, wie man es teilt. Natürlich, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie lange hält es sich, wenn man nicht hinguckt? Länger. Auf jeden Fall länger. Bei uns lang, weil wir beide Vegetarier sind. Wir haben das Angebot nicht angenommen. Ja, okay. Aber ein halbes Schaf, krass. Ja, ich weiß nicht, was der Marktpreis ist so für Schaf. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wirst du so ein gutes Angebot, schätze ich mal. Wenn man was damit anzufangen weiß, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht so direkt, wohin und was. Also die erste Idee wäre, einen großen Kühlschrank kaufen und es dann da reinlegen. Aber das ist auch nicht so richtig hilfreich. Na gut. Nein, das ist schon wirklich wichtig, auf welcher Achse es halbiert wird. Du hast schon recht, sonst hast du nur die Füße zum Beispiel, ist auch blöd. Das hätte man schon fragen müssen. Ja. Entschuldigung, ich habe Kopfkino. Ja, man ist da schon wieder den Schweinehälften, die hat man direkt vor Augen und weiß, wie eine Schweinehälfte aussieht oder so eine Rinderhälfte, aber das muss ja gar nicht so sein. Hälfte heißt nicht Hälfte. Genau. Also vielleicht könnte man das auch als lebendes Schaf einfach halb haben, also dass man sich an der Fütterung und so beteiligt und dann kriegt man die Hälfte von der Wolle und von der Milch ab. Alle 2 Wochen. Eben, oder man hat es nur 2 Wochen im Monat oder so. Ja. Also, man holt den Schäfer wieder ab für 2 Wochen.
für den Rasen im Vorgarten. Das macht doch Sinn. Ne? Ja, genau. Als womit Rasenmäher. Womit wir beim Sendegarten wären. Ja, da sind wir wieder ganz am Anfang. Lars, du hast noch eine Idee mit dem Schaf? Nee, ich habe nicht unbedingt eine Idee, aber es kam ein paar Hinweise im Chat, darunter eben auch eine Webseite Genuss vom Schäfer. Da ist ein halbes Lamm zerlegt, 9000 Gramm, kostet 139,50 €. Siehste mal, hätten wir das mal gemacht, ne? Tja, hätte es gleich weiterverkaufen können. Ja. Und gut, aber mit Goldsparren kannst du mehr anfangen. Entschuldigung, Lars, ich bin dir ins Wort gefallen. Nö, alles gut, alles gut. Was war geschrieben? Es gab noch den Hinweis aus dem Chat, Morgenradio, wir akzeptieren Euro, Dollar und Schaf for you. Okay. Ja, also Oliver, nochmal ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns auf der Gartenbank und für die Erzählung. War sehr nett, vielen Dank. Entschuldigung, dass die technische, dass der technische Umstand so mit der Latenz und so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, aber wir haben ja trotzdem. Das liegt ja an mir und an Windows 8.1, meint der Sebastian. Das heißt, es liegt eigentlich nicht an dir, sondern an Microsoft und das verstehen jetzt, glaube ich, einfach alle. Du hättest mal ein Update machen können. Just don't. Vielleicht. Also Updates ja. Nein. Das ist ein Running Gag. Also normalerweise, wenn ich hier anfange, meine Rechner hochzufahren, dann ist immer das Erste, was ich zu hören bekomme. Ich brauche ein Update, ich brauche ein Update. Das sagt der Rechner, ne? Sonst keiner. Also, und das ist ein Running Gag im Sendegarten hier. Gut, dann lassen wir dich jetzt in die Nacht danken auch Danke. Der Ellen, die wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie zugelauscht hat und drücken euch beiden für euer gemeinsames Projekt weiterhin alle Daumen, dass es irgendwann funktioniert, dass der Traum eines 54-Jährigen von seiner Mikrofon Arbeit leben zu können, dann irgendwann auch mal aufgeht. Toi, toi, toi. Gell? Das wäre doch nett. Das wäre was. Danke. Ne? Genau. Ja. Ja. Also dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Danke. Ciao. 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 So, jetzt kommen wir erstmal wieder zurück aus der Latenzwelt. Ist schon erstaunlich, wenn man dieses Studio-Link so gewöhnt ist wie wir, so verwöhnt vom Sebastian, dass man dann tatsächlich diese Momente abwarten muss. Tja. Das ist wirklich schon. Im Chat kam übrigens gerade noch, dass Schafwolle als Schallschlucker ja auch ein super Podcast-Accessoire wäre. Als Schallschlucker? Ah ja. Ja, so, ja. So ein Woll. Das mag sein, ja. Ich bin ja immer noch ein Verfechter des Absorberchors. der Travis, der lief ja im Poncho herum. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Das ist ja nur ein längliches Stück Stoff mit einem Loch in der Mitte, wo der Kopf so durchkommt. Und das könnte man doch eigentlich auch mit Molton, mit Bühnenmolton machen. Dann hat man halt mobile Absorberwände. Wenn die sich dann im Kreis um dich drumherum stellen, dann ist auch schön schalltot alles. Molton24.de und nein, frag nicht warum. Das ist ein mobiler Absorberchor. Wenn der dann noch zwischendurch ein paar Choräle singt oder so, gregorianische Geschichten oder so ein bisschen A Cappella, ach, was wäre das schön. Diese Idee lässt mich nicht los. Die begleitet mich die ganze Zeit. Die Schallblume, auch schön. Ja, aber Lamenz. Jetzt bitte Podstock-Content. Hatten wir eigentlich nicht vor, du liebe Inga. Aber wenn du das. Schallpfanno wird natürlich interessant. Also da hast du bestimmt nette Hall-Effekte mit. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es schalltot ist. Der Schall wird getötet. Ja, liebe. Müssen wir jetzt wieder Schrödinger einschalten? Egal. Wie machen wir jetzt weiter? Wir haben jetzt hier, wir sind ein bisschen durcheinander mit allem. Reden wir noch mal ein bisschen frei über Podstock, wie es gewünscht wird. Habt ihr Lust dazu? Oder sollen wir einfach unseren Plan durchziehen, wie wir uns das eigentlich aufgeschrieben hatten? Es gibt einen Plan. Ja, es gibt einen Plan auf Trello.
Und du hast auch Zugriff darauf, falls du dich erinnerst. Haha. Was? Ich glaube, er hat gerade entdeckt, dass ich da sogar was eingetragen hatte. Claudia hat noch Welpenschutz. Die können wir nicht gleich beißen hier. So. Okay, ja gut, ja. Machen wir noch eine ganz kurze spontane Potsdok-Runde, wo wir gerade dabei sind. Soll ich einen Trainer abspielen? Ja, mal einen Trainer. Irgendeinen. Spiel den Trainer. Soll ich jetzt? Danke. Da war ein Schlafe. So, ja. Dann sind wir im Querbeet und machen jetzt Potsdok. Gerettet, gut gerettet. Was könnt ihr denn noch erinnern? Also der gerade am meisten gesagt hat, dass ihn Potsdok vermisst, dass er Potsdok vermisst, ist Lars, habe ich so rausgehört. Ja. Was vermisst du am meisten? Außer Pflaster. Die Menschen. Die Menschen. Normale Leute? Ist, ja, es ist Potsdok ist so der Mega-Flausch. Es ist tatsächlich so, man fährt nach Hause, hat aber irgendwie Heimweh, obwohl man nach Hause fährt, und das ist irgendwie schon ziemlich schräg. Ich hatte es ja beim Potsdok selber schon gesagt, schon diese Auffahrt da hochzufahren, diesen grünen Tunnel am ersten Tag war ja schon ganz eigenartig, wie nach Hause kommen, obwohl man da nicht zu Hause ist. Also sehr cool, also muss wieder. Ja, wir haben ich glaube, da war eine Zustimmung, ja. Ja, wir können da ja auch den Termin gleich nennen, wenn wir eh schon dabei sind. Der ist ja mittlerweile online. Also wir haben uns jetzt, wie gesagt, für den August entschieden. Das ist der 14. bis 16. August 2020. Wieder in der Kulturherberge, und der 13. und 17. ist halt jeweils der Auf- und Abbautag. Wäre es erstmal fürs Erste, den könnt ihr euch schon mal notieren und schon mal Urlaub einreichen und alle Hochzeiten, die hoffentlich an dem Wochenende sein werden, schon mal koordinieren, dass sie nicht dort stattfinden sollen. Verlegen oder mitbringen, genau. Genau. Da kann der Absorberchor ja auch dann den Hochzeitsmarsch singen, das geht auch, das üben wir dann vorher. Stimmt. Okay, ich merke also, schon, diese Idee. Interessante Twitter-Threads zum Themenbereich Hochzeiten auf dem Potsdok und so. Mhm. Tatsächlich? Ja. Ja, da ging ein bisschen was hin und her. Ich krieg's aus dem Kopf leider nicht mehr ganz zusammen, aber es hörte auf mit quasi, sie dürfen jetzt streamen. Ja, genau. Nimmst du die hier anwesende Person zu deinem Co-Podcaster? Ja, genau. Und so weiter. Richtig. Mich auch so sehr amüsiert. Das war sehr witzig. Ich sehe noch, es spielt das Potsdok Nasenflötenorchester. Ja, es hat eine gewisse Tendenz zur Eskalierung. Also sobald irgendein solches Thema durchs Twitter-Universum läuft, dann wird es noch groß und größer. Ich möchte gar nicht wissen, wie es auf den sonstigen Kanälen da so zugeht, wo ich gar nicht Einblick habe. Wie heißt denn noch diese Zello-Gruppe? Oder das ist bestimmt noch eine Menge mehr los. Oh, ich glaube, ich habe den... Ja, ich habe den Thread gefunden. Also es gibt noch die Frage, tauschen die Partner dann Headsets aus statt Ringe? Erkläre ich euch hiermit Kraft meines Ansgars. Wer heiraten muss, erknobeln wir bei einer Podcast-Quiz-Show vor Ort. Oh Gott, 4000 Herzblatt. Splitterabend. Okay. Das ist sehr cool. 4000 Herzblatt. Das ist ja, das habe ich noch gar nie gelesen gehabt. Das ist ja super. Sehr schön. Ach ja. Ja, ich würde mal gerne noch den Sebastian fragen, weil der ja mit dem Haus da, mit den Vermietern Kontakt hatte. Waren die dieses Jahr etwas zufriedener mit der Kombo als letztes Jahr, oder gab es da ungefähr den gleichen Zufriedenheitslevel oder Unzufriedenheitslevel? Nee, war alles super. Also ganz entspannt und ja,
das war eigentlich alles ganz gut. Der Regen hat uns ein bisschen Probleme beim Abbau so geschafft, sodass ich auch zu Hause nochmal das eine oder andere nochmal aufbauen musste, damit ich es trocken kriege. Aber ansonsten war es eigentlich sehr gut. Mir ist es ja ein komplettes Rätsel, wie du mit dem vollgepackten Sprinter, wenn du damit nach Hause fährst, wie du das dann da in so kurzer Zeit ja dann auch wieder aus dem Auto rauskriegst. Und das sind ja keine 20 Leute mit 40 Händen, die da anpacken können, sondern nur du und wenige freundliche Menschen, die damit anfassen. Das muss ja ewig dauern. Ah nee, ausladen geht relativ schnell. Das Sortieren und Einlagern, das ist eher so der Punkt, wo es halt immer länger dauert, wo ich wahrscheinlich bis zum Winter immer brauche, weil ich das halt so nebenbei dann mache und die Kisten dann nochmal durchgucke und ja. Warum machst du es nicht einfach zu Hause auch gleich in die Kisten rein? Also lässt es einfach gleich drin? Ja, das Problem ist, da das Lagersystem dieses Jahr halt auch wieder nur so halb fertig war, wurden halt beim Einpacken die Sachen in andere Kisten gepackt und ich muss es ja einmal durchgucken, damit ich für meinen Alltag die Sachen auch wiederfinde und nicht immer alle 30 Kisten durchgucken muss, wo was jetzt drin liegt. Es geht relativ erstaunlich schnell, weil sie halt durchsichtig sind, aber es ist trotzdem relativ nervig, wenn man Kleinteile sucht, wie Batterien oder Akkus oder sowas. Ja, okay. Oder ein Bandmaß oder was hatten wir da gesucht? Irgendwie, da musst du auch alles absuchen, um das zu finden. Ja. Du hast aber eine Inventarliste. Also wenn ich so eine Kiste grün E3, dann weißt du schon nach Liste, was da drin sein sollte. Ja, zu 80% und daran habe ich es leider dann immer, weil also die letzten. Der Rest ist graues Rauschen. Okay. Die letzten 20% habe ich bisher nie geschafft und zu Hause sind das halt nicht die 20%, die ich benutze. Und deswegen auch vor Potsdok oder auf Potsdok sind die dann halt wichtig und ja. Bei mir hat es aufgehört zu rauschen. Ganz krass. Ist jemand rausgeflogen? Sind die noch da alle? Ich glaube, Claudia hat sich nur jetzt. Ah, ich hatte mich kurz gemutet, weil ich hier eine Fehlermeldung auf dem Rechner hatte, die ich kurz an den Fellow Nerd weitergegeben habe. Okay, du verschaffst uns ein Comfort Noise. Wenn das weg ist, dann klingt es so, als wenn gerade die Verbindung abgerissen wäre. Okay. Alles klar. Claudia, du hast ja Brot gebacken und du bist ja auch mehrfach vom Tobi Bayer erwähnt worden in seiner Zusammenfassung, was auch so süß war, weil er sagt, ich gehe da jetzt Brot backen und dann nach 5 Minuten waren wir fertig, weil wir ja nur den Vorteig gemacht haben und am nächsten Tag haben wir den zweiten Teil vom Vorteig gemacht und ich fand das auch süß, auf Twitter zu verfolgen, wie er dann immer mal wieder fragte, was soll ich jetzt tun? Es sieht so und so aus, es riecht so und so, funktioniert das noch oder soll ich es wegwerfen oder so? Und du dann so schön dann aus der Entfernung Rat geben konntest. Sehr schön. Es war so ein bisschen über Distanz dann halt versuchen rauszufinden, was jetzt gerade das Problem ist. Also bei ihm war es tatsächlich, es konnten sich dann halt eh auch alle anstellgut mitnehmen, also Sauerteig halt letztendlich in einem Gläschen. Und bei ihm ist es halt tatsächlich leider schlecht geworden halt auf der Fahrt. Wenn das halt zu warm wird oder zu lange dann eben steht, dann ist halt irgendwann vergoren und das dann halt auch nicht gut. Und offensichtlich hat er sich jetzt dann halt einen neuen angesetzt. Das ist ja auch nicht so schwierig, aber es dauert halt eben ein paar Tage und hat es dann tatsächlich auch geschafft, Brot jetzt zu backen. Da hatte er dann auch nochmal geschrieben gehabt auf Twitter. Ziemlich cool, ja. Da war doch auch ein Foto dabei. Das sah, glaube ich, sehr, sehr gut aus. Wenn ich mich genau. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob so ein auf seinen Service so eine Fehlersuche, also im Teich über die Entfernung, ob das vielleicht ein Debugging ist. Und ich hau mir gerade für schlechte Wortwitze selber eine runter, aber trotzdem. Schlechte Wortwitze 300 bitte. Ja, genau. Du. Und schon fällt das Display von der Wand. Klarer Fall. Phrasenschwein dann halt immer 1 Euro einzahlen. Workshop war aber auch sehr, sehr cool. Es waren alle ein bisschen erstaunt, aber es ging ja halt auch darum, dass die Teilnehmerinnen halt auch sehen, dass es eigentlich total einfach ist und einfach nur Zeit braucht. Also das ist halt so das Einzige beim Brotbacken und du brauchst halt eigentlich nur so 4 Zutaten und das war's.
und es kommt hinterher Brot raus. Das war so die große Erkenntnis, die ich damals hatte, als ich mein erstes Brot gebacken habe. Das ist total banal. Es ist wirklich nur so Mehl, Wasser, Salz und eben so ein Löffel von dem Anstellgut und es kommt hinterher Brot raus. Das war so, okay. Und das hat auch tatsächlich funktioniert, das den Teilnehmerinnen halt irgendwie auch zu vermitteln. Das war cool. Ja, nach dem, was ich da gehört habe, hat das echt Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Und die Bilder, die ich gesehen habe, auch. Ja. Ich habe es auch gegessen, das hat auch sehr gut geschmeckt, das stimmt. Ich bin übrigens sowieso überrascht, also in den Zusammenfassungen des Spotstock, die ich so jetzt aus verschiedenen Quellen gehört habe, tauchen immer mal wieder Beschreibungen von Aktivitäten auf, von denen ich zwar irgendwie so am Rande gehört hatte, so, ach ja, das gibt's auch, das gibt's auch, das gibt's auch, aber durch die Beschreibungen wird das nochmal irgendwie sehr viel größer und ich bin echt verwundert, was man da in 4 Tagen vor Ort alles Unterschiedliches machen kann. Das war wirklich, als ich am Anfang so über das Bühnenprogramm geguckt habe und sah doch relativ viele Löcher so auch im Terminkalender, habe ich erst gedacht, naja, das wird dann recht nicht langweilig, aber gemütlich so, ne? Da, also ist wenig Stress und passiert nicht viel. Aber natürlich ist wieder ganz viel Dynamik nebendran entstanden und so ad hoc irgendwas und das bekomme ich aus den Rückmeldungen jetzt erstmal so peu à peu wieder vor Augen geführt. Also sehr beeindruckend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben die Nacht nicht da war und vielleicht dann doch einiges in der Nacht passiert ist. Lars, wie war es denn für dich? Du warst ja erst mal Camper, Zelter. Ach, das will ich dem Potsdok ja nicht anlasten. Was ist passiert? So, bist du weggeflogen mit deinem Zelt, nein, oder was? Nein, überhaupt nicht. Also der gute Björn hat mir ja ein Zelt vermacht. Wir haben uns da geeinigt und ich habe halt das erste Mal seit 20, 25 Jahren oder so gezeltet. Und da muss ich mich halt schon ein bisschen nochmal dran gewöhnen. Es war mir halt zu hell. Da werde ich mir also irgendwie noch was überlegen, weil es war ja im Prinzip auch Probecampen fürs Camp im August. Aber so, es wurde mit jeder Nacht besser, kann man sagen. Also ich habe das Zelt eben gekauft und auch diese Liege, die ich da mir beschafft hatte, die habe ich auch behalten. Und beim Camp wird wieder gezeltet und ich nehme im Moment auch an beim nächsten Potstock wieder. Weil drauf zu verzichten, jeden Abend zum Hotel zu fahren und am nächsten Tag wieder zurück, fand ich wohl sehr angenehm. Das muss ich sagen. Das heißt, das mit dieser Liege hat echt gut funktioniert? Ja. Cool. Super. Erzähl mal eben, was das für eine Liege ist. Also das ist aber ein Spezial irgendwie. Ja, es ist irgendwie so ein Angelding, nennt sich Karpfenliege. Auch ein, mein etwas größeres Körpergewicht hat dieses Ding ganz gut gewuppt und wie gesagt, ich habe von Nacht zu Nacht besser drauf geschlafen. Also darf hier bleiben. Okay. Das ist cool. Die ist auch irgendwie relativ breit, ne? Das ist so relativ diese einfachen Feldbetten, das ist genau, ja, die sind ja immer breiter. Das war auch das, wo eben die Googelei mich irgendwo drauf gebracht hatte. Ich hatte irgendwann halt nach Feldbett gesucht, weil mit Luftmatratzen, das habe ich immer so ein bisschen als, blöden Kompromiss wahrgenommen. Habe dann also nach Feldbett gesucht, die waren mir alle ein bisschen schmal. Und dann habe ich eben geguckt, breites Feldbett und bin dann halt irgendwann mal auf diesen Begriff Karpfenliege gestoßen. Naja, und das habe ich dann halt mal probiert. Okay, ist ja jetzt auch nicht gerade selbsterklärend, ne? Karpfenliege klingt ja eher so, als würde der Karpfen da drauf liegen und nicht selber. Also, warum kommt das? Also ich bin ja kein Angler, aber wartet man so lange auf Karpfen, dass bis man sie fängt, dass man dann erstmal schlafen geht? Vielleicht sehe ich aber aus wie ein Karpfen, wenn ich drauf liege. Der Chat empfiehlt das Hummersofa für Preisbewusste. Super, genau. Ja, der interessante Teil ist halt tatsächlich, ob man da eben auch auf der Seite drauf pennen kann. Also mir fehlt sonst bei so einer einfachen Feldbett irgendwie so der Platz, wo ich dann das Knie ablegen kann und dann ist es halt immer irgendwie doof. Also ich konnte das seitlich drauf liegen, ja. Cool.
vielleicht gucke ich da auch nochmal fürs Camp. Bist du beim Camp, Claudia? Mhm. Vielleicht könntest du ja mal da Probe liegen, weil wenn Lars auch da ist, könnt ihr euch ja verabreden. So im zum Möbelhaus. Probe liegen in seinem Zelt. Im Möbelhaus Sastik und mal die Sparvariante vom Hummersofa ausprobieren. Das könnte Zurückfragen führen. ich glaube, der Tipp übrigens für etwas dunkler im Zelt und nicht ganz so heiß sind, wie heißen die Dinger? Rettungsdecken und Duct Tape. Oh. Von außen. Ja, dann sieht dein Zelt aus wie so ein, wie so ein Raumfahrzeug hier. Genau, du kannst die ISS runterflecken, aber abgesehen davon soll das super sein. Oh meine Güte, ihr bringt mich auf Ideen. Und das beim Camp. So ist im Sendegarten. Hättet ihr das nicht 3 Monate eher sagen können, verdammt. Naja, ich muss mal sehen. Okay, sehr guter Tipp, danke. Bitteschön. Wahrscheinlich knistern die ganze Nacht so im Wind, dass du kein Auge zumachst, aber... Aber ich verkorke mich ja eh. Was machst du? Ich verkorke mich. Also, ach so, mit den Ohren, so ja. So ein Zelt ist halt nun jetzt nicht unbedingt so schalldicht. Also, naja. Hattest du denn auch schwarze Käfer in deinem Zelt? Nicht im Zelt, aber am Zelt und das in unfassbaren Mengen. Also es gibt ja diese kleinen Lufteinlässe, die Zelte da so haben, so kleine überlappende Stoffdinger. Also da zu Dutzenden waren die da drunter. Ich musste sie erstmal alle rausklopfen. Aber... Hatte ich beim Auspacken sogar noch welche, sogar 2 Wochen später oder so noch welche gefunden. Die haben sogar noch gelebt, also ich weiß nicht. Wow. Scheinen sich gut, ich hoffe, die breiten sich jetzt hier nicht auch aus, weil die scheinen ja doch schon ganz schön zu populieren an der Stelle. Ja. Keine Ahnung, ob die nächstes Jahr im August dann vielleicht wieder weg sind. Hast du gesagt, sie populieren? Ja. Okay. Ja, ich weiß ja, was du meinst, aber ich hätte den Begriff, ich musste jetzt den Begriff, ich kenne einen ähnlichen Begriff, aber passt eigentlich besser, das stimmt schon. Das eine ist die Konsequenz des anderen. Ja. Ja. Ja, aber war tatsächlich so, man musste erstmal alles, zu Hause muss man erstmal alles debuggen. Das ist. Ja, genau. Du, 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 du. 300 Punkte für Lars. Oh mein Gott. Ja, wir kommen schon wieder direkt in dieses Podstock. Wie nennt man das wohl? Keine Ahnung, in diese Geisteshaltung. Kompletten Unsinn. Wenn das jetzt noch weitergeht, dann haben wir hinterher jeder ein neues Podcast-Projekt irgendwie aufgerissen. Ja. Oh ja, das fehlt noch. Der Schasen, der hatte so einen schönen Begriff dafür gefunden, für dieses Dummfug oder so. Also wirklich so Unfug treiben, Dummfug, irgendwie sowas in der Art und so ein Wortspiel. Der kriegt auch 300 Punkte dafür. Nach Wau-Holland wäre das ja eher feiner Fug, ne? Also kein grober Unfug, sondern eher feiner Fug. Feiner Fug. Ah. Ja, war insgesamt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ich hatte dieses Jahr so ein bisschen Probleme irgendwie anzukommen. Ganz komisch. Habe ich die ganze Zeit gemerkt, ich habe so meine Umhängetasche, die habe ich die ganze Zeit, also die ersten Stunden, ganz tapfer mit mir rumgeschleppt, weil ich irgendwie keinen Punkt fand, wo ich so einziehen konnte, wo ich die so ablegen konnte irgendwie. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber spätestens am zweiten Tag war das, glaube ich, auch gegessen. Also dann lag das Ding halt auch irgendwo rum. Das war so ein bisschen anders als bei der Subscribe, wo ich da diesen Sendegarten aufgebaut hatte, den Schirm und dieses Sendeeck da. Das war so sozusagen der Hafen. Da war mein Andockpunkt, aber beim Podstock hatte ich jetzt diesmal keinen so einen Andockpunkt. Das war irgendwie anders und das habe ich auch gemerkt, war für mich so ein bisschen, ich hatte kein Zelt, ne? Als ich mein Auto stand da irgendwo am Ende der Straße, war ja doch ganz schön zugeparkt, das Ding. Was ich übrigens cool fand, war, dass dies Jahr schon 3 Elektroautos da waren.
Letztes Jahr war es halt eins, der Roddy mit der Zoe, und dieses Jahr waren es schon drei. Ah, der Tobias Migge hatte aber letztes Jahr auch seinen Hybriden Plug-in dabei, ja, ja. Okay. Ja, wobei Hybriden hatten wir letztes und dieses Jahr auch beides, ne? Also da war ja schon ein anderes Hybridfahrzeug mit im Spiel. Noch ein drittes jetzt? Hm. Okay, noch ein viertes jetzt oder wie? Oh, Hybride, also Hybride können sogar mehr da gewesen sein. Okay, wissen wir gar nicht. Aber vom Haus standen halt drei, die da geladen haben, ne? Die hat man quasi vor Augen gehabt. Der hing, glaube ich, nie am Strom. Ja, dann ahne ich, welchen du meinst. Den grünen wahrscheinlich. was soll ich denn jetzt sagen? Achso, das hatte der Melonator hatte das ja so schön zusammengefasst, auch in einem Tweet, dass er gesagt hat, in dieser doch recht rustikalen Umgebung dann so ein modernes Auto vor der Tür, also diese Kontraste hätte ihn, das wäre auch irgendwie für ihn ein Symbol für Potsdok, also dass das eben so alles Mögliche abbildet, von Hochtechnik bis hippiesker Umgebung sozusagen. Jo. Claudia, du warst zum ersten Mal da, ne? Nee, zweites. Zweites Mal? Ja. Echt? Also, das ist total faszinierend. Da liefen Leute rum, von denen ich echt gedacht hätte, dass sie schon x-mal da gewesen sind. Also, weil es gab ja jetzt die sechste Aufführung, also was weiß ich, die sind schon zwei, dreimal da gewesen. Und die sagten dann in der Feedback-Runde, ja, hier so als Erstteilnehmer habe ich mich auch ganz wohl gefühlt. Und ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass die Erstteilnehmer sind, weil das überhaupt keinen erkennbaren Unterschied gemacht hat. Das fand ich sehr schön, also im positiven Sinne. Stimmt. Wie ist es überhaupt gewesen mit 30 Leuten mehr? Gab es da von eurer Seite irgendwie das Gefühl, jetzt ist es aber zu eng und jetzt kriege ich nichts mehr zu essen oder so? Also letzteres auf keinen Fall. Sicher nicht. Ich bin das immer noch nicht wieder losgeworden, glaube ich. Also so rein von der Logistik her, von dem Gebäude, also von der Kulturherberge und so, habe ich das Gefühl, da irgendwo ist wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Es war jetzt noch nicht zu viel, aber ich würde auch jetzt nicht noch viel draufpacken, weil ich glaube, dann wird es irgendwann einfach eng. Und das ist aber jetzt, ist halt eine Meinung. Also ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass wirklich mehr Leute da waren als letztes Jahr. Das hat sich irgendwie trotzdem eben schön verteilt. Also ja, das war auch mein Eindruck. Also es hat sich total verteilt. Teilweise war draußen irgendwie Podcasting auf Bühne und dann saßen vier Leute davor, wo ich dann auch dachte, wo sind denn jetzt die restlichen 126? Die müssen doch irgendwo sein. Und dann ist abends plötzlich irgendwie Grillen und der ganze Platz ist wieder voller Menschen. Also ja, es hat sich irgendwie ganz gut verteilt. Sebastian, aus der Raumverteilungsperspektive, wie hast du das denn empfunden mit den 30 Menschen mehr? Ja, also wo man es wirklich, glaube ich, gemerkt hat, war dem Freitagabend, wo wir quasi dann nach innen flüchten mussten. Und da waren ja dann wirklich alle, also es war schon, also ich glaube, die Raumtemperatur, die hat man auch dann nochmal gespürt, also es war dann kuschelig warm und die Luft war recht verbraucht. Ja, also das war schon, also da geht definitiv nicht mehr, also wenn man irgendwie wirklich dann so einen Fall hat, wo alle nach innen flüchten müssen, dann sind die Kapazitäten erreicht. Die Kinder haben sich dann ganz gut, das war ja dann auch noch das Problem, dass wir dann noch so einen Programmpunkt hatten, wo der jetzt nicht unbedingt wo die Eltern einfach entscheiden mussten, ob ihre Kinder da teilnehmen wollen oder können, sollen. Die sind dann so ein bisschen im Keller. Das Gebäude bietet da natürlich auch durchaus Ausweichmöglichkeiten, aber nicht so viele wie jetzt natürlich, wenn draußen Möglichkeiten bestehen, ja. Also insofern ja, also orgatechnisch ist da sicherlich irgendwo jetzt das Limit erreicht für die Location da müssen wir noch ein bisschen sprechen, aber da werden wir wahrscheinlich so wieder das gleiche Limit nächstes Jahr ziehen von den Tickets.
Im Chat gibt es übrigens schon die Frage, wann es Tickets gibt für nächstes Jahr. Ach ja, war klar. So wie jedes Jahr, ab spätestens März wahrscheinlich wieder, ja. Die müssen doch erst noch gedruckt werden und ja, Logo müssen wir uns auslegen und so weiter. Ja, vor allem ich möchte das auf das nächste Buchhaltungsjahr schieben und nicht zweimal im Jahr das schon. Ja, das haben. Kann ich auch gut verstehen. Ja. Geht ja bei dir auch noch durch die Bücher, ja klar. Ist das eigentlich im Nachgang für dich noch viel Aufwand, diese ganzen Rechnungen da zusammenzutragen und so? Naja, doch, so oder? Eingangsrechnungen, das ist alles automatisiert. Was halt immer so noch reintrudelt, sind halt noch so kleinere Rechnungen oder Rückabrechnungen vom Pfand oder solche Kleinigkeiten. Das kommt natürlich noch dazu, ja. Aber ansonsten ist das meiste eigentlich schon in den Büchern jetzt komplett drin. Ja. Okay, das finde ich ja auch immer mühsam. Das ist, glaube ich, immer der schlimmste Part, dieser ganze Verrechnungspart bei den Orga-Sachen. Ja, klar. Also das ist richtig, vor allem so Einzelrechnungen, Kassendinger und sowas, das nervt schon ein bisschen. Aber Ersatzbeleg ausstellen für irgendeinen Bon, der dann doch abhanden gekommen ist, etc. Ja, dann kannst du keine Mehrwertsteuer davon ziehen, das ist dann auch doof und ja. Ja gut, haben wir jetzt beim Verein jetzt gerade nicht. Also ach so, das ja. Ist dann der Unterschied, aber ja. Einer der irresten Stunts fand ich dieses Jahr, das mit dieser Industriespülmaschine. Und dass ihr die dann auch noch da eingebaut habt, also die alte raus und die neue oder für 4 Tage da eingebaut. Ich hätte ja echt irgendwie erwartet, dass diese Industriespülmaschine draußen in der Außenküche so behelfsmäßig irgendwo hingestellt wird, so zwischen die Bierbänke oder so. Nein, die wurde natürlich oben in die Küche montiert. Ja gut, das war einfacher. Ne? Also A, hatten wir da direkt einen Drehstromanschluss, was jetzt draußen auch nicht so das Problem gewesen wäre. Da hatten wir genug Kabel vorrätig, aber vor allem Abfluss ist halt das Problem. Ne? Also das Ding muss ja auch wieder das Zeug loswerden, was relativ sparsam ist bei dem Gerät tatsächlich. Dadurch ist es ja auch so effektiv. Aber trotzdem muss sein und der Abfluss unten und draußen, das ist halt alles nicht so toll, dass das da wahrscheinlich gut funktioniert hätte und es war auch logistisch und platztechnisch da ein bisschen schwierig und vor allem musst du ja trotzdem noch das ein oder andere abspülen oder abtrocknen und dafür brauchst du halt auch schon, da ist es schon ganz schön, so ein Waschbecken direkt daneben auch noch zu haben und alles an einem Platz zu machen. Ich glaube, das war ganz gut so, wie wir es dann da gemacht haben. Ja, ich habe nur Gutes gehört, hat wohl sehr gut funktioniert. Ich muss gestehen, dass ich mich von so Spülsachen relativ weit ferngehalten habe. Das muss ich wahrscheinlich auch mal anders machen. Ich habe mit diesen Helferschichten, das habe ich am Anfang schleifen lassen, weil ich dachte auch, das mache ich, wenn ich da bin. Aber dann bin ich angekommen und war sofort irgendwie vom ersten Moment an in Gespräche vertieft irgendwie und habe dann einfach dieses Eintragen in irgendwelche Helferschichten total verbaselt und es ist mir schon unangenehm, muss ich sagen, dass ich da jetzt irgendwie so wenig gemacht habe. Allerdings, ich hätte ja zum Schluss wie letztes Jahr den Besen schwingen können, aber da habe ich gemerkt, dass ich dazu, weil es ja letztes Jahr zum Reinigungsaufwand dann doch eher negative Kommentare gab, dass ich dazu echt keine Lust hatte. Ich hatte den Besen schon in der Hand und habe gesagt, ne, letztes Jahr habe ich so gerackert hier und dann sagen, nö, das ist nicht sauber genug, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Also da war ich so ein bisschen zänkisch und pampig. War auch nicht besonders klug, aber hatte ich gerade in dem Moment so. Muss ich mich nochmal entschuldigen für alle die fleißigen Hände, die da so toll angepackt haben. Und ein Sonderdanke für das unglaublich grandiose Tool, wo man sich eintragen konnte. Ich bin ja nach wie vor total fasziniert davon. Also wir haben da ja hier auch schon Tendenzen geäußert, dass wir das dieses Jahr für die Privacy Week uns ausleihen werden. Das ist einfach unglaublich geil. Dabei ist es noch nicht fertig. Ganze Arbeit. Trotzdem schon ganze Arbeit. Kein halbes Schaf. Kein halbes. Genau, bekommst ein halbes Schaf. Ganzes Schaf. 3/4. Nee, echt super cool. Also das erleichtert die Sache, glaube ich, einfach ungemein. Weil du es einfach so gleich
einfach und direkt in der Hand hast und nicht zu einem Papierplan laufen musst und überhaupt, das ist einfach unglaublich geil. Ja, doch, das war auch das Ziel dahinter. Ich meine, wir hatten ja schon immer dieses Kernproblem, wie lösen wir das, und haben da verschiedene Ansätze gefahren. Und ja, dann hatten wir mal gedacht, dieses Jahr das mal so ein bisschen zu digitalisieren und halt so ein bisschen Unterstützung halt. Und ja, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also klar, da sind noch Verbesserungspunkte, aber das hat man ja immer. Und das war auch die Idee dahinter, dass das halt einfach jetzt mit uns wächst und wie die Erfahrungen, die wir damit sammeln, dann da so einfließen. Und wenn jetzt die Privacy Week da jetzt auch zum Beispiel Erfahrungen mit sammelt, die da wieder zurückfließen, dann umso besser. Dann, ne, ist es quasi dann nochmal nächstes Jahr eine Stufe schon weiter iteriert, das ganze System. Und fühlt sich dann noch viel flüssiger und flauschiger an. Ach, diese Entwicklerlogik, ich liebe sie. Benutze mein Tool und zeige mir, wie ich es noch besser machen kann. Es ist so großartig. Und nicht so, nein, das ist meins, das darfst du nur benutzen, wenn du hier noch den Vertrag unterschreibst und wenn ich dann irgendwie da, was weiß ich, für einen Gewinn rausziehe oder so. Es ist so schön. Und ach, ja. Wenn es doch immer so wäre. Ja. Ja, gut, wollen wir unseren kurzen Potsdok-Rückblick damit abschließen. Ich glaube, insgesamt kann man nur sagen, gerne wieder. Schönes Event, gerne wieder. Genau. Ja. 5 Sterne. Ja. Also hier in Österreich, es gibt ja ein Buch, 6 Österreicher unter den ersten 5. Ich würde dem Potsdok 6 von 5 Sternen geben. Ja, das kommt dem Dummfug ziemlich nahe. Feiner Fug. Nicht Unfug. Feiner Fug. Feiner Fug, genau. Mit Diadem auf dem Kopf. Achso, da gab's denn da zum Schluss für ein Müllproblem noch? Irgendwie habe ich da was gehört. Kann man das in 2 Worten erklären? Haben wir nicht gut getrennt oder was war da? Ja, los? Die Trennung war ein bisschen, und aber das ist auch nächstes Jahr schon auf dem Plan oder auf dem Schirm, und dass wir quasi von Anfang an ein bisschen mehr auf die Trennung achten, sodass man am Ende nicht so viel auseinander nochmal trennen muss. Aber das war jetzt, es war halt blöd, weil ich glaube, Travis musste da auch zum Schluss, oder hat sich zum Schluss darum gekümmert, noch ein paar Sachen nachzutrennen. Da herzlichen Dank. Ja, das hat er erzählt. Genau, das hat er in seinem Podcast erzählt. Genau. Erstmal die crazy Deutschen, die dann alles trennen, und dann haben sie es noch falsch gemacht. Also musste er dann den Deutschen hinterher trennen. Alter, das ist ein bisschen absurd alles. Ja. Spoiler, ich habe die Folge noch nicht gehört. Ach so. Oh, die ist mein Blütenschatz. Oh ja, du wirst auch einige Male erwähnt. Also. Ach hey. Ja. Ich glaube, er hat die Teilnehmerliste zugrunde gelegt. Er hat so detailliert über die Personen gesprochen und über ihre Projekte. Wenn er das alles aus dem freien Kopf gemacht hat, dann bin ich aber dann liege ich aber auf dem Boden vor Bewunderung. Ich habe das Gefühl, er hat die Teilnehmerliste da liegen gehabt. Ansonsten, boah. Also ich fand es ja überhaupt total grandios, dass er da war. Ja. Also zur allererst. 24 Stunden, nur reine Reisezeit. Boah. 10 Stunden Fahrt von Wien, völliger Schnickschnack. 24 genau. Stunden Reisezeit. Okay. Genau. Du bist nicht durch Las Vegas gekommen. Nein, nein. Nee. Baden-Baden vielleicht, mit ein bisschen Glück. Nee, auch nicht. Ich bin über Prag gefahren. Okay. Ja, war schon echt, aber er hat sich auch so positiv geäußert. Achso, genau, ich will ja nicht spoilern. Okay. Okay. Ja, gut. Dann machen wir hier Potsdok Schluss, und jetzt habe ich vorhin gesagt, wir sind im Querbeet. Ja, aber trotzdem auch im Querbeet haben wir doch wahrscheinlich Platz, um Dankeschön zu sagen. Denn wir haben eine Spende bekommen auf unser Auphonic-Zeitkonto. Das hat mich die Woche überrascht. Da sagte jemand, dear Sendegarten, you receive 10 hours one-time credit from the Auphonic account. Und dann haben wir ihn Mustermann genannt, weil wir wollen das in Absprache mit dem Spender, wo wir jetzt das nicht an die große Glocke hängen, aber Danke sagen auf jeden Fall. Nachdem bei der Subscribe ja jemand, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, vorbeikam und einfach mal 10 Euro analog in die Hand drückte, haben wir jetzt 10 Stunden digital bekommen. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Mhm.
Dann wurden wir gebeten, vom Sascha Erler auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die gewesen ist schon. Wie schreibt er denn? Es gab nämlich ein Zusammentreffen der deutschsprachigen Star Trek Podcast Szene bei der FedCon. Das ist eine Convention, die hat stattgefunden in, wo war es denn jetzt? Habe ich mir natürlich nicht dazu geschrieben. Sie war, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? 7. bis 10. Oktober? Nein, 7. bis 10. 6. Mein Gott, im Juni hat sie stattgefunden und, warte mal, Waldemar, wenn mein Rechner mitspielt und mir jetzt hier ausspuckt, was ich sehen möchte, dann müsste ich doch eigentlich auch, Maritim Hotel steht hier, nein, das ist schon das nächste. Oh, meine Vorbereitung lässt echt zu wünschen übrig. Steht das irgendwo im Chat? Das ist eine. Die FedCon 28 liegt erfolgreich hinter uns und das gesamte Team bedankt sich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen Besuchern, den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, Händlern, Kooperationspartnern, den aktiven Mitwirkenden und allen engagierten Kräften, die dieses fantastische Event zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben. So, und zu diesem einzigartigen Erlebnis gehörte dann eben auch das Treffen der deutschsprachigen Star Trek Podcast-Szene. So, bei der FedCon. Falls sich da jemand für interessiert, wir werden in die Shownotes auch diese Links zu den Veranstaltungen und auch die Tweets hineinschreiben. Oder man kann auch einfach FedCon, FEDCON auf Twitter mal suchen. So. Und dann haben wir einen Hinweis zugeschickt bekommen. Das hat der Lars geschnappt. Nämlich, da geht es um Matratzen. Lars, was hast du da gefunden? Gefunden. Wir wurden explizit darauf hingewiesen von Tobias in einem Tweet. Dieser Tweet lautet: Wichtiges Urteil für Podcast-HörerInnen. Und da verwiesen wird auf einen Tweet der Tagesschau, der wiederum verweist auf einen Artikel der Tagesschau, nämlich, dass man Matratzen auch ausgepackt zurückgeben kann. Und der andere Text ist: Wer im Internet eine Matratze bestellt, darf diese aus der Schutzfolie auspacken, Probe liegen und, wenn sie nicht gefällt, wieder an den Händler zurückschicken. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe abschließend entschieden. Ja, das ist relevant und musste hier auch mal eben erwähnt werden. Gilt das auch für Karpfenliegen? Wäre in diesem Fall sicherlich gegangen. Wobei ich die tatsächlich ja schon von dieser Resterampe runtergekauft habe. Das war schon mal eine Retoure, aber anscheinend wurde die nie benutzt. Die kam nur mit einem sehr zerstörten Karton an und die Liege war in Ordnung. Wobei bei diesen Matratzen, die so aufgewickelt sind und so komprimiert sind, die dann wieder zurückzuschicken, natürlich auch ein kleines Abenteuer wird. Also du kannst sie nie wieder so klein zusammenkriegen. Ich habe mal einen Fernsehbericht gesehen, was das für Pressen sind, die dann diese Schaumdinger da so kleinen Rollen zusammendrücken. Das kannst du mit 5 Leuten nicht schaffen. Das geht gar nicht. Das sind Pressen, die normalerweise, glaube ich, Metall biegen oder so. Das geht gar nicht. Aber sagt mal, als ich das gelesen habe, hatte ich ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, das haben wir doch schon mal besprochen. Haben wir das nicht schon mal irgendwie gehabt über Matratzen und nicht zurückschicken? Also mir kommt das so vor, als hätten wir das Thema schon mal erwähnt. Also wir hatten, glaube ich, schon mal über Matratzen gesprochen, aber nicht über das Zurückschicken. Ich dachte, das wäre der Aufhänger gewesen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen und die Recherche in Trello hat leider auch nichts gebracht. Also bei dem Gespräch mit ja, genau. Jedenfalls beim Gespräch mit jemandem, dessen Name mir gerade nicht einfällt, da sollte das mit den Matratzen ein Thema sein. Ich habe dann aber gesehen, dass die Karte archiviert worden ist. Wahrscheinlich haben wir dann sie spontan, während das Gespräch eine andere Wendung genommen hatte, dann doch nicht benutzt. Aber da ging es auch um Matratzenwerbung. Keine Ahnung, egal. Jedenfalls, jetzt ist es entschieden. Wenn das die Tagesschau sagt, dann stimmt das ja auch. Okay. Habt ihr mitbekommen, dass ein Podcast einen Grimme Online Award gewonnen hat? Ja, aber ich kenne das Projekt nicht. Das Projekt ist Mensch Mutter
und wird gemacht von, sag mal, Media, von Frau Thoms. Wie heißt denn die Frau Thoms jetzt mit Vornamen? Leute. Katharina. Ich glaube, Katharina, danke. Ich glaube, hier ist es zu heiß geworden. Ich muss natürlich das Fenster zumachen. So, Mensch Mutter ist ja der Podcast, der eine Mutter, nämlich von der Katharina Thoms, die Mutter über ein halbes Leben in der DDR erzählen lässt. Und sie hat daraus, also aus dem Interview, die hat sie Stücke zusammengeschnitten und auch so ein bisschen mit, also so einen gebauten Beitrag quasi gemacht und das dann in mehrere Episoden gefüllt. Und das ist beim Grimme Online Award gewürdigt worden. Sie hat eben den Grimme Online Award 2019 als eine von mehreren Leuten bekommen. Ganz witzig ist, dass der Podcast Hört Hört, das ist ja der Podcast von den Pool Artists, oder früher war das Maria Lorenz, die hat da angefangen, Podcasts vorzustellen, die ihr sehr gut gefallen haben oder die irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Da sie aber wenig Zeit hat, hat sie dieses Projekt jetzt quasi, diesen Hört-Hört-Podcast, an ihr Team übergeben. Jetzt ist es also der Podcast der Pool-Artist-Redaktion oder so. Und die haben kurz vorher, bevor da der Mensch-Mutter-Podcast den Grimme Online Award bekommen, haben einen Beitrag darüber gemacht, die Ausgabe 21 nämlich. Da haben sie ein schönes Porträt zu diesem Podcast gemacht. Und wenn wir jetzt sowieso gerade bei den Podcasts sind oder bei dem Podcast sind, der über die DDR-Geschichte erzählt, dann möchte ich doch unbedingt auch erinnern an die Staatsbürgerkunde von dem Martin Fischer, der ja seit Jahren einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz verfolgt. Nicht mit der Reichweite wahrscheinlich, den Mensch Mutter hat, weil das natürlich aus einer professionellen Ecke kommt. Und damit doch entsprechend über Kolleginnen und Kollegen eine größere Verbreitung erfahren hat. Aber der Martin Fischer macht das mit Herzblut und auch schon seit ziemlich langer Zeit. Du kennst ihn, Lars. Hast du was? Den Staatsbürgerkunde-Podcast. Ja. Kannst du noch was ergänzen? Nö, ergänzen kann ich nichts, nur dass mir das Projekt sehr gut gefällt. Prima. Dann haben wir noch bekommen einen Audiokommentar vom Sascha. Sascha ist ja unser Powerhörer, wenn man so will. Auch Teilnehmer vom Podstock, das fand ich sehr schön, dass er auf einmal da rumlief. Ich werde gestochen, was ist das denn? Ein Käfer oder eine Mücke? Jetzt nicht und einschlafen. Ja, Thema meines heutigen Vortrags ist Professor Hastig. Entschuldigung. Er hatte uns ja letztes Mal erzählt, dass er eine Fütkuration eingerichtet hat, den sogenannten Gartenzwerg. Und da hatte ich so lapidar gesagt, ach, das wäre ja ganz schön, wenn er das mal selber beschreiben würde, was das denn eigentlich ist. Und der Sascha hat gesagt, das mache ich doch und schreibt uns hier, hallo Sendegarten-Team. Martin meinte im letzten regulären Sendegarten, ich könnte hier einen Audiokommentar zum Gartenzweck machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich hoffe, mein Gestammel ist halbwegs verständlich. Hören wir doch mal rein. Hallo Sendegarten, hallo Welt. Im letzten Sendegarten ist der Gartenzwerg erwähnt worden. Und Martin hat gemeint, ob ich da nicht einen kleinen Audiokommentar dazu vielleicht sogar einsprechen könnte. Mache ich gern. Wie erkläre ich es am einfachsten? Also eigentlich hat es alles angefangen mit einem kleinen, ich brauche beruflich mehr PowerShell, das ist eine Programmiersprache für Windows, die man auch zum Administrieren von Servern viel braucht. Und damit musste ich mich einfach beruflich beschäftigen. Und man lernt sowas immer am besten, wenn man was hat, mit dem man das auch gerne macht. Und da habe ich mir einfach angeschaut, die APIs, die es so in der Podcast-Welt gibt. Also Christian Bettnerek bewirbt die FIT-API immer relativ stark. Das Problem ist immer bloß, wie spricht man sowas an? Was muss ich da beachten? Dann muss ich mich unter Umständen authentifizieren. Das ist alles, wenn man kurz was nachschauen will oder kurz was machen will, schwierig. Und deshalb habe ich das in ein PowerShell-Modul gepackt. Das ist jetzt mittlerweile für FIT relativ stark gewachsen. Ich habe dann jetzt noch andere Funktionen dazu gepackt, also Apple Podcasts, API, die normale Feeds kann ich einlesen. Das sollen aber auch noch andere Module dann dazukommen irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe. Gerade ist ein bisschen schwierig. Zum Beispiel soll Panoptikum noch dazukommen natürlich oder vielleicht auch Auphonic.
mal schauen, was mir da noch einfällt. Und als das soweit fertig war oder halb fertig war, habe ich dazu mit zum Beispiel auch die Kuration vom 35C3, konnte man damit viel erstellen und viel abnehmen, konnte mir dabei das. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, auch eine Idee wieder von Christian Bettnerik eigentlich, der, ich weiß gar nicht, ob er es bei Twitter auch macht, aber der auf jeden Fall bei Mastodon seine Timeline wohl automatisch passt und da alle Podcast-Episoden auch in eine Kuration wirft. Und dann dachte ich, das muss ja eigentlich auch mit IRC gehen, also dem Sendegarten-Chat, und habe mir dort ein Modul fertig runtergeladen, das habe ich jetzt nicht selber gemacht, der dann mit dem IRC-Server sich verbindet und sich den Chat quasi vom Sendegarten mit anhört. Und da gucke ich dann einfach rein, oder das Skript guckt da einfach rein, ob in einem Text ein Link enthalten ist. Das erkennt man relativ schnell, zum Beispiel, wenn vorne HTTP oder HTTPS steht oder so ähnlich. Und das schicke ich dann an die FIT-API, weil FIT hat eine Funktion dann, in dem ich auch nach einer URL suchen kann. Dann liefert mir die FIT-API zurück, ob hinter dem Internet-Link eine Podcast-Episode steht oder ob es was anderes ist. Wenn es was anderes ist, kommt eben nichts zurück. Wenn da eine Episode zurückkommt, dann schicke ich es wieder an die FIT-API und sage einfach, pack das in die Gartenzwerg-Kuration. Es ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Und ja, das ist so, wie der Gartenzwerg funktioniert und wie der Gartenzwerg entstanden ist. Dankeschön. Nein. War ich jetzt gerade zu hören oder nicht? Dankeschön, Sascha. Ach, ich habe mich selber leiser gedreht. Das ist natürlich ein Problem. Das sollte ich nicht tun. So, ihr hört mich die ganze Zeit auf normaler Lautstärke. Ich habe mich selber leiser gedreht. Dankeschön, Sascha. Genau das war mein Gedanke, als ich gesagt habe, vielleicht könntest du das mal erklären. Ich muss gestehen, ja, als Nicht-Techniker habe ich das nicht alles ganz verstanden, aber ich denke, Sebastian und Lars können das sofort parsen, was du da gesagt hast. Oder, Sebastian? Ja, auch wenn jetzt PowerShell nicht so mein Spezialgebiet ist, aber ja. Ganz bestimmt kann der Lars zu PowerShell viel mehr sagen. Nö. Ich wusste es. Ihr Linuxer, ihr. Ich bin Anfänger in Sachen Linux, aber ich habe die PowerShell trotzdem nur sehr selten benutzt. Genau. Von dir habe ich ja den Witz mit dem By the Way gelernt, ne? Hä? War das nicht By the Way mit der Linux-Version? Oder war das eine andere Formulierung? Ach so. Das müssen wir jetzt hier nicht ausmachen. Aber das ist By the Way oder nicht? Ja, I use Arc by the way. By the way, I use Arc. Ah, okay. Arch, no, nein, wir werden das nicht. Ja. Es ist, es trifft auch bei mir nicht zu, weil ich sage das eher mit einer gewissen Hilflosigkeit. Hilf mir über die Straße, super. Ja, super. Ich hoffe, dass, also wir haben ja gerade festgestellt, dass die Ansicht hier des IRC-Web-Client irgendwie anders geworden ist, aber ich hoffe, dass das nur die Oberfläche aus betrifft und die Dinge, die API da, wie die Systeme ineinander greifen, davon unbeeinträchtigt sind. Kann man ja annehmen. Ne? Also wenn sie Oberflächen ändern, müssen sie ja nicht unbedingt die darunterliegenden technischen Basisdinger da ändern. Ja, ihr merkt, ich komme ins Stammeln. Okay, lassen wir doch den Lars reden. Lars, hast du den Blühkalender parat? Kannst du uns was erzählen? Ja, das kann ich. Dann gehen wir jetzt mal hin zum Blühkalender. Möchtest du noch was einleiten? Nein. Das machst du sonst. Wenn du so fragst. Okay. Gut, dann leiten wir direkt aus. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist das. Jetzt muss ich lachen. Martin. Ja. Quelle ist das Termin. Super gespannt. Hä? Sollen wir nochmal zu hören? Ich werde müde. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Der erste Termin ist eher für die Live-HörerInnen heute interessant. Für die Konserven-HörerInnen wird es ein bisschen spät, denke ich. Am 5. Juli, also morgen Abend, ist wieder Podruhe, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das gibt's wieder im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr.
Dann gibt es das Podcasting Meetup Franken. Das gibt es am 16. Juli. Den Veranstaltungsort erfährt man, wenn man Mitglied der passenden Meetup-Gruppe wird, wo immer das auch stattfinden soll. Los geht's um 18 Uhr. Auch im Juli gibt es natürlich wieder das Leipziger Podcast Meetup, dieses Mal am 24. Und das findet statt im Clara Zetkin Park. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind willkommen, ebenso alle interessierten Menschen. Die Funheim-Gruppe trifft sich am 28. Juli in Speyer. Ab 11 Uhr wird das Technikmuseum besucht. Danach geht's weiter in die Innenstadt. Für weitere Infos kann man einer Telegram-Gruppe beitreten. Dann geht's in den August. Da gibt's vom 21. bis zum 25. das Chaos Communication Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg, nördlich von Berlin. Das Podcasting-Meetup Leipzig gibt es auch natürlich wieder im August, nämlich am 28. Man ist weiterhin offen für alle interessierten Menschen und Podcast-Themen. Los geht's wieder um 20 Uhr im Clara Zetkin Park. Am 14. September geht's dann nach Kiel. Da gibt's im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag, dieses Mal zum dritten Mal. Und auch dieses Jahr geht's wieder ins KMTV. Los geht's um 10 Uhr. Dann gibt es am 25. September wieder das Podcast Meetup Leipzig, weiterhin themenoffen und menschenoffen und man trifft sich um 20 Uhr im Clara Zetkin Park. Am 30. September ist dann der International Podcast Day, der das Podcasting international feiern möchte. Alle Informationen dazu, wie man mitfeiern kann, gibt es unter internationalpodcastday.com. Alle weiteren URLs und Links und Infos zu den Veranstaltungen findet man im Sendegate und das ist ein Wiki. Wenn man dort einen weiteren Eintrag anlegt, dann ist das auch nächstes Mal beim Sendegarten hier mit dabei. Und das wär's von mir. Ganz herzlichen Dank dafür und entschuldige, dass ich das mit der Anmoderation so verkackt habe. Ach, ich war irgendwie auch nicht mehr so ganz frisch. Wir müssen okay. noch mal die Trainer besprechen, glaube ich. Obwohl, eigentlich ist es ja witzig, ne? Wenn wir nicht wissen, was wir tun. Wir sind ja keine Profis, das ist ja das Schöne. Sehr gut, ich liebe das. Oh, I like it. Sehr schön. Gut, besprechen wir nicht, finde ich. Ich finde es schön, wenn unsere Zuhörenden uns beim Dilettieren begleiten dürfen. Universaldilettanten. Kommen wir zu den Setzlingen, bitte. Setzlinge stellen mich heute vor ein besonderes Problem. Also nicht nur, dass sie völlig subjektiv und wertfreie Auswahl darstellen und eine willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmte Auswahl sind, sondern sie sind heute uns zugesandte Setzlinge. Also Tipps und Hinweise kamen aus der Hörerschaft und es sind 7 und ich habe keine Zeit gehabt, irgendwas vorzubereiten. Jetzt habe ich mir überlegt, ich spiele einfach, soweit ich sie finde, die Nullnummer für 1,5 Minuten an. So haben wir... Können wir uns gegenseitig überraschen, was wir denn da eigentlich hören? Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Und zwar fangen wir an mit einem Setzling, der Arnim, der Ranteron, reingereicht hat und er schrieb nämlich schon, das ist schon im Mai gewesen, hatte ich dem Sendegarten gegenüber eigentlich schon Völlerei und Leberschmerz erwähnt. Eine freie Diskussion über Theorie und Praxis der Kulinarik. Der heißt Völlerei und Leberschmerz und ich mache mal die Webseite hier auf. Das steht oben drüber, unsere letzten Ausgaben, Disclaimer, nicht hungrig hören. Auf der Webseite ist die Episode 12, unten kann ich ältere Angebote raussuchen. 7, 4 ist die letzte, dann geht es noch weiter und es gibt eine Testausgabe von türkischer Küche, Lakritz, Champagner und Munster und The Jane. Ich nehme das mal als Nullnummer und hier ist sogar der Player drin. Am anderen Rechner hatte ich den Player nicht, weil es nämlich ein Soundcloud-Angebot ist. Da muss man dann vielleicht auch noch zweimal hingucken. Ich mache einfach mal an. Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Musik.
Herzlich willkommen zur Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast rund um Essen und Trinken. Wir sind drei Menschen, die das total gerne tun, dieses Essen und Trinken, und sich deshalb gedacht haben, reden wir doch einfach mal drüber. Wir wollen alles abdecken, vom Kochen, von der Lebensmittelproduktion. Wir wollen Restaurants testen, alles, was dazugehört. Neben mir sitzt Carmen Hillebrand. Ja, hallo, Carmen Hillebrand, im Netz bekannt unter Carmen Hi. Ich bin kochbuchsüchtig, habe die passende Facebook-Gruppe dazu gefunden, glücklicherweise. Man findet mich auch unter dem Hashtag Betreutes Trinken, wo ich Leuten beibringe, wie man Whisky trinkt. Und ich kenne mich ein bisschen mit Craft Beer aus, weil ich meinen Mann auch zum Bierbrauen gebracht habe. Der hat 600 Quadratmeter Schrebergarten und schleppt zu Hause viel Zeug an, was ich dann verkochen muss. Ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und ich bin Lee Green. Und ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Bissen. Und weil der perfekte Bissen für mich ganz besonders verknüpft ist mit den Rohmaterialien, bin ich ein, wie man so schön neudeutsch sagt, Urban Gardener. Gerade im Wettbewerb mit unseren Nachbarn. So, hier gehe ich mal raus. 1:30 ist vorbei. Das klingt ja tatsächlich ziemlich spannend. Also Völlerei und Leberschmerz. Wie war das? Ich bin kochbuchsüchtig. Das fand ich aber sehr, sehr witzig da drin. So, Dankeschön, Arnim. Das ist der erste Setzling. Dann haben wir den zweiten Setzling, der ist, heißt Ostanleitung, wo wir gerade bei der DDR waren. Klingt ja wieder so ähnlich. Ich lese mal vor. Ostanleitung hat Zeit Online retweetet. Was ist da los im Osten? Warum ist die AfD in Ostdeutschland so stark? Was heißt das für die Landtagswahlen im Herbst? Im Podcast Ostanleitung spreche ich seit März mit Menschen, die Antworten darauf haben und suchen. Das ist von Marie-Sophie Schiller und sie schreibt als Begründung und Begleittext: In diesem Jahr könnten drei Landtagswahlen im Osten bisherige demokratische Gewissheiten in Frage stellen. Lassen sich Mehrheiten bilden? Wird die AfD stärkste Kraft? Zeit, verstehen zu lernen, was da los ist im Osten und warum? Wieso verlaufen Wahlen in Sachsen anders als in Niedersachsen? Sind im Osten alle rechtsextrem? Sind die Ossis eigentlich wirklich so wütend? 30 Jahre nach dem Mauerfall wird ganz Deutschland auf seine östlichen Bundesländer hören müssen. Warum? Und was man dafür wissen muss, das erklärt dieser Podcast. Und jetzt machen wir das Gleiche. Wir gucken da einfach mal in die Nullnummer rein. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5 Ausgaben und wir gucken und hören mal in die Nullnummer. Die Leitfrage für diese Folge und auch ein bisschen für den Start des Podcasts ist: Wird der Osten in diesem Jahr das ganze Land verändern? Das ist eine große Frage für den Anfang. Das ist so die dicke Bertha. Also die erste und seriöse Antwort auf diese Frage ist, ich weiß es nicht. Und die zweite Antwort ist vielleicht, dass Wahlen an sich vielleicht gar nicht so viel verändern, sondern Wahlen bilden ja eine Veränderung meistens nur ab, die über einen längeren Zeitraum passiert. Und da gibt es durchaus die berechtigte Vermutung, andere würden das eine berechtigte Befürchtung nennen, dass dieses Jahr keine Wahlen stattfinden, wie sonst einfach Wahlen stattfinden, sondern dass dieses Jahr Grundsätzliches sich verändert. Da reden wir zuallererst natürlich über die Frage, ob zum Beispiel die AfD am Ende in einem dieser Länder an der Regierung beteiligt sein wird. Also ich weiß nicht, ob das passiert, aber wenn es passiert, dann wäre das schon eine veritable Veränderung für dieses Land, ja. Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Der Gast meiner ersten Folge ist der Journalist Cornelius Pollmer. Er ist in Dresden geboren, in München zur Journalistenschule gegangen und hat bis zum vergangenen Jahr als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichtet. So, dann gehen wir hier auch mal raus. 1:30 ist vorbei. Also haben wir die Ostanleitung von Marie-Sophie Schiller. Gut, dann kommen wir zum dritten Setzling. Das ist uns reingereicht von Stark Ralf. Ich kann den Namen, also es war ein Tweet, der schrieb uns,
Ich hätte da jetzt auch mal einen Setzling oder Blütenschatz wahlweise, den ganz fantastischen Regines Radsalon und dort gerade die Serie Not Without My Bike. Ein klasse Reisebericht zum Mitfühlen, Mitleiden und Mitlachen. Da wollen wir doch mal reingucken. Regines Radsalon Podcast. Da habe ich heute Nachmittag keine Nullnummer gefunden, weil wir schon in der Episode 100 sind. Also tatsächlich, Setzling ist da vielleicht ist nicht mehr ganz das richtige Wort. Ich nehme mal einfach hier die, was hatte ich denn gesagt, die 97 und dann hören wir einfach mal für 1,30 in die 97 rein. So. Regines Radsalon. Here we go. Das ist Floki aus Berlin, von unterwegs nach Iran. Heute ist der 13.05. Und hör mir auf, der Tag heute hat mich ganz schön geschafft. Es war überwiegend sehr sonnig, sehr warm. Es ging viel bergauf und bergab. Gefühlt viel mehr bergauf als bergab. Die Bergab-Passagen gingen auch immer viel schneller rum, komischerweise. Und ja, dazu kam noch, dass es irgendwann sehr, sehr windig war. Oh. Ja, alle von euch, die schon mal eine Radreise gemacht haben, werden wahrscheinlich wissen, wovon da die Rede ist. Hat ja auf jeden Fall einen spektakulären Anfang gehabt, muss man schon sagen. Sehr gut, sehr gut. Also, das war radsalon.regine-heidorn.de oder ich meine auch Regines Radsalon hieß es einfach. Radsalon.regine-heidorn.de. Der Name ist aber Regines Radsalon und das war ein Hinweis vom Ralf. Ganz herzlichen Dank dafür. So, dann kommen wir zum Setzling Fach vom Lars. ESA Explores. Möchtest du was dazu erzählen, Lars? Ja, ich habe jetzt keinen Einspieler oder sowas vorbereitet, aber es gibt eine Mission, die Beyond Mission von dem ESA-Astronaut Luca Parmitano. Und die ESA hat sich überlegt, diese Mission mal mit einem Podcast zu begleiten. Dieser Podcast heißt ESA Explores, der ist auf Englisch. Ja, es ist das erste Interview mit dem Luca Parmitano ist so ein bisschen so akustisch suboptimal. Für meine Hörgewohnheit war es ein bisschen sehr hallig. Ich hoffe, dass die bei der Mikrofonierung vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Aber ansonsten so ein Podcast, der so schön nah dran ist, das wäre natürlich wohl, klingt auf jeden Fall interessant. Ich werde das mal verfolgen. Die Beschreibung auf Englisch ist Go behind the scenes of space exploration with this official podcast from the European Space Agency. This series focuses on ESA astronaut Luca Parmitano's Beyond Mission to the International Space Station. Ja, zu finden bei esaexplores.podbean.com. Das ist der Luca selber, das habe ich gar nicht verstanden. Ich hatte ganz kurz in dieses Beyond Series Trailer reingehört, was wir jetzt vielleicht das, auch mal das kurz ist er nicht. Das ach, ist er das nicht. Ist er nicht? Ah, Folge okay. 1 wird er interviewt. Ah, okay. Ich dachte, er wäre derjenige. So, macht es Sinn, da mal reinzuhören, auch wenn die Tonqualität so schlecht ist? Oder soll ich das lieber lassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich hoffe natürlich, dass sie es dann irgendwie hinkriegen, vielleicht mal mit dem Handmik, weil ich glaube wirklich, sie haben irgendwie das Gerät einfach auf den Tisch gelegt und haben dann aufgenommen oder so. Es ist wirklich, man kann dann, da ist noch Raum nach oben, sagen wir es mal so. Also, ich meinte jetzt hier als Beispiel einmal anmachen. Dann hör, so. Hören einfach mal rein. Hören einfach mal kurz ja, rein. Mal. Spielt nicht. Moment, da muss man noch einen drücken.
nochmal drücken. Welcome to ESA Explores, an official podcast of the European Space Agency. You're listening to our Beyond series. In this series, we take you behind the scenes of ESA astronaut Luca Parmitano's second mission to the International Space Station. I'm your host, Stephen Ennis. Let's go beyond. In this episode, we give you a chance to hear from Luca himself about his upcoming mission. Luca is part of ESA's 2009 class of astronauts. Luca's first mission, named Volare, took place in 2013. During this mission, Luca spent 166 days on board the International Space Station. He performed two spacewalks and carried out over 40 science experiments. Luca demonstrated nerves of steel when water began to fill his helmet during his second and now infamous spacewalk, EVA 23. In July 2019, Luca will be launched once more to the International Space Station from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. He will share this journey in a Soyuz spacecraft with NASA astronaut Andrew Morgan and Russian cosmonaut Alexander Skortsov. During the second part of his mission, Luca will become the third European and first ever Italian commander of the International Space Station. He has been training for years to fulfill this role and to prepare for the experiments he will perform in space. Future episodes of the Beyond Series will come. Ja, der Vorteil von 1.30 ist, dass wir gar nicht in den schlechten Ton reinrutschen, sondern dass wir nur den anfangen können. Aber das klingt ja schon sehr, sehr spannend. Dass sie den Luca dann direkt mitnehmen, das ist ja super. Das ist ja super. Schöner Tipp, danke. Ja. So, ein weiterer Setzling ist von Onkel 8028. Der hat uns geschrieben, darf man eigentlich seinen eigenen Podcast Ed von Dinge beim Sendegarten als Setzling vorschlagen? Und da habe ich gesagt, natürlich darfst du das. Dinge von Interesse heißt der. Dinge von Interesse.podigy.io. Und so, wie gerade auch, gucken wir mal eben. Die haben eine eigene Sicht irgendwie so mit so einer Zeitleiste. Das sieht ganz witzig aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Episoden sehe ich. Und die erste da ganz unten links ist die Nullnummer. Auch da mal eben reinhören. Willkommen zu einem neuen Stern am Podcast-Himmel, meinem kleinen Solo-Podcast-Projekt, der da heißt Dinge von Interesse. Ich bin der Gregor und heiße euch herzlich willkommen in dieser kleinen Nullnummer, die ich hier aufgenommen habe, um ganz, ganz kurz diesen Podcast bzw. die Ideen dahinter vorzustellen. Und es ist auch gar nicht besonders spektakulär. Die Idee ist einfach, dass ich einen kleinen Solo-Podcast starten möchte, den ich in unregelmäßigen Abständen rausbringe und in den ich über die Sachen rede, die auch schon im Titel dieses Podcasts sind, nämlich Dinge von Interesse oder beziehungsweise Dinge von meinem Interesse. Warum der Name Dinge von Interesse ist nicht nur eine WhatsApp-Gruppe, die ich mit sehr, sehr, sehr guten Freunden seit Jahren habe, sondern auch der Name eines Zweiteilers der Serie Futurama, wer sich noch erinnert, an die Millennials unter uns, die in den frühen 2000ern das gesehen haben, die fand ich immer toll und ich fand den Titel Dinge von Interesse irgendwie gut und hat mich immer irgendwie wieder begleitet in den letzten Jahren und ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht, Dinge von Interesse als Namen für einen kleinen Solo-Podcast zu nehmen. Ich habe auch, das verrate ich hier exklusiv, es gibt auch bei Soundcloud ein Dinge von Interesse zu finden, der auch von mir ist, wo ich eine kleine Nullnummer auch aufgenommen habe, wo ich dann mal vor einiger Zeit, ich glaube, das ist jetzt aber auch schon. Okay, also hier wird auf der Ebene hinter Nullnummer auf die Nullnummer eines anderen Podcasts hingewiesen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also, das waren die Dinge von Interesse vom Onkel 8028. Wie gesagt, Dinge von Interesse, ein Wort, .podigy.io. So, dann haben wir noch vom Tobias Migge den Hinweis, dass er einen neuen Podcast angefangen hat, und zwar den Good Morning. Und es geht nicht um den Morgen, sondern um das ja, Klagen, also das gute Klagen. Gespräche über Tod und Trauer. Da gucken wir mal. Huch, die Website ist ein bisschen groß. Auch da gibt es eine Nullnummer. Und wir machen das in der bewährten, jetzt inzwischen bewährten Technik, dass wir da einfach reinhören.
herzlich willkommen zur Nullnummer von Good Morning, der Podcast, in dem ich Gespräche führe über Leben und Tod. Die Nullnummer braucht man ja einfach so. Es geht ja immer darum, dass man das Projekt vorstellt, dass man mal sagt, worum es geht, und eigentlich habe ich das jetzt schon getan. Ich will noch ein bisschen Hintergrundinfos euch geben. Einmal zu meiner Person. Ich bin Tobias Micke. Ich bin schon ein bisschen länger jetzt in der Podcast-Welt unterwegs. Und vor 3,5 Jahren war ich zu Gast bei Holgi und habe da erzählt von meinem Sohn Justian. Denn mein Sohn Justian war Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert und ist ja gestorben im Alter von 11 Jahren. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, hört euch den Podcast an von Holgi. Da erzähle ich das sehr ausführlich. Ich habe dann später einen Podcast angefangen, der heißt Justian. Da erzähle ich in unregelmäßigen Abständen, was mir so durch den Kopf geht in Bezug auf Justian, inwiefern er noch Einfluss hat auf mein Leben oder Dinge, die mich an ihn erinnern, wenn sowas passiert. Ja, und in diesem Podcast möchte ich einfach anderen Leuten, so wie mir Holgi damals die Gelegenheit gegeben hat, möchte ich anderen Leuten die Gelegenheit geben, zu sprechen über, ja, ihren persönlichen Bezug zu diesem Thema. So, da gehen wir auch wieder raus, obwohl es ein bisschen schwerfällt, immer gerade bei solchen Themen. Es ist der Good Morning Podcast von Tobias Migge und die URL ist good, also Englisch, good-morning mit ou.de. Und wir gehen weiter in der Liste. Was haben wir noch? Ach, das ist uns heute noch reingereicht worden, als ich die Ankündigung machte, dass wir heute Abend eine Sendung haben. Meine Güte, jetzt habe ich es aber. Da bekam ich nochmal vom Anim und auch vom Evilden Wallace den Hinweis, dass es noch einen Podcast gäbe, den sie gerne als Last-Minute-Setzling hier in die Sendung bringen würden. Und das ist der Och-Menno-Podcast. Och-Menno-Podcast bei podbean.com zu erreichen. Och-Menno, O-C-H-M-E-N-N-O .podbean, bean, schrittgeschrieben.com. Und auch da, schauen wir mal eben rein, also es geht im Untertitel, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Dahinter steckt, wer ist es noch? Den Namen habe ich gerade nicht parat, aber es war ein Teilnehmer vom Podstock. Wahrscheinlich sind die beiden deswegen so dahinterher. Hören wir mal eben rein. Bei einem kompetenten Podcast würde hier ein Intro kommen. Herzlich willkommen bei Och Menno, dem Podcast für alle Dinge in Technik, Militär und Computerkram, die so richtig in die Hose gegangen sind. Hier sind wir bei unserer Nullnummer, dem Prelude. Hier versuche ich mal zu erklären, worum es eigentlich gehen soll. Ich werde in den kommenden Folgen einfach mal große Katastrophen aus der Technik, große Malware-Attacken bei Computern oder auch riesengroße Fehlentscheidungen im Militär mal aus einer technischen Seite ein wenig betrachten. Der ganze Podcast hier ist eigentlich nur auf einige Bekannte und Freunde zurückzuführen, die beim Podstock behauptet hätten, ich würde keinen Podcast machen, was bis zu dem Zeitpunkt auch gestimmt hat. Um jetzt natürlich die entsprechenden Aussagen ein wenig durcheinander zu bringen, produziere ich hier jetzt einfach mal einen Podcast. Das ist hier auch einmal die erste Testedition, einfach mal über die App von Podbean aufgenommen, um zu gucken, ob das alles so funktioniert. Zu meiner Person. Ich bin Sven, komme aus Kiel, bin eigentlich Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Fachrichtung Energietechnik. Also Kraftwerke und all den ganzen Zappel, der nicht schiefgehen soll. Ja, ich arbeite jetzt allerdings als IT-Security-Mensch und arbeite deswegen viel mit Computern. Und da ja alle immer aus dem Militärbereich schwärmen von... So klingt also der Sven. Ich gehe hier mal raus. Und ich werde gerade im Chat schon korrigiert, Sven war kein Teilnehmer vom Podstock. Das ist ja gerade der Witz, dass er als Nicht-Teilnehmer trotzdem Anfänger ist. Leute, ihr bringt mich komplett durcheinander. So geht das jetzt doch. Jetzt fangen Leute schon nach dem Podstock an zu podcasten, obwohl sie nicht mal auf dem Podstock waren. Das ist ja spukhafte Fernwirkung, meine Güte. Wahrscheinlich. Das ist ja, das heißt, das klingt total super, obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles wirklich so genau wissen will.
Nee, lieber möchte man unaufgeklärt sein und einfach nur glauben, dass das Kraftwerk auch so funktioniert. Aber vielleicht kann ich mich mal für die Recherche für ein Buch dann an den Sven wenden. Oh ja, oh ja. Oh ja. Lars, du hast gerade noch was gesagt. Wir haben es gehört. Ja, das ist jetzt nicht mehr witzig. Überspringen wir. Ja, dann erklär doch den Witz. Das macht doch immer Spaß, nein, Witze zu erklären. Komm, bitte, bitte, nein, bitte. Bitte. Ach, nein. Menno. Wirklich. Ach, Menno. Ach, Menno. Zack, eine Folge. Dinge, die im Sendegarten schieflaufen. Oh. Eine? Ich wollte gerade sagen, bitte. Das ist schon aber, wieder ein ja, eigener Podcast, glaube ich. Ja, zumindest eine ganze Episode. Die ganze Episode. Okay, diese etwas improvisierte Darstellung von Setzlingen hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich frage mich, ob ich das nicht zur Regel mache. Das erspart mir ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung. Es funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Aber dann ist der Sebastian arbeitslos. Oder du übernimmst das mit der Einspielerei. Haha, das können wir nochmal rausfuchsen irgendwie. Das waren die Setzlinge. Dankeschön für alle, an alle, die da sowas eingereicht haben und Entschuldigung an alle, die mir was eingereicht oder uns was eingereicht haben und es aber missachtet worden ist, wie ich gerade auch im Chat lese, habe ich da offenbar irgendwas verschlammt. Ich gucke nochmal nach und das wird auch dann bestimmt irgendwann mal nachgereicht. Großes idealer Ehrenwort. Oder auch nicht. Mal gucken. Ich schlamm wahrscheinlich weiter so rum. Egal. Das waren auf jeden Fall die Setzlinge und damit kommen wir auf die Zielgerade, um ein häufig strapaziertes Wort zu gebrauchen, zu den Blütenschätzen nämlich. Ach, man hätte jetzt auch sagen können, das letzte Kapitel ist kurz, aber schön. Aber ich habe es jetzt irgendwie nicht hingekriegt. Naja, ihr wisst, was ich anspiele, auf was ich anspiele. Ja, minkorrekt, nicht? Ah, super, ich werde verstanden. Das tut mir gut, das tut mir gut. Blütenschätze haben wir, das heißt Dinge, die uns irgendwie untergekommen sind in den Tagen seit der letzten Ausgabe und nicht nur uns, sondern auch Leuten unserer Umgebung, zum Beispiel von Dirk Prims. Das ist ja der Ideengeber für die Einladung vom Oliver Wunderlich gewesen, also zumindest im Augenblick. Die Idee, den Oliver einzuladen, hatten wir schon länger, aber diesmal hat es halt geklappt. Er schreibt, ich habe eine Empfehlung für den Blütenschatz. Da unterhält sich ein Sehender mit einer Nichtsehenden. Hört mal rein, es ist toll. Es geht um den Podcast WSDD. Ach, wie siehst du das, heißt er. Wie siehst du das Podcast? In der Selbstbeschreibung heißt es, je mehr Sichtbarkeit, umso mehr Verständnis, desto mehr Normalität. Je weniger Mauern, desto weniger Ängste. Wenn uns fremde Themen näher gebracht werden, können wir umso weniger sagen, es ist uns egal. Wie siehst du das? Ist ein Podcast zum Thema Sehen und Nichtsehen. Er richtet sich an interessierte Zuhörerinnen, die mehr über das Leben blinder und sehbehinderter Menschen erfahren möchten. Aber auch an solche, die direkt oder indirekt damit zu tun haben. Wir wollen informieren und Fragen stellen, die bewegen. Carol Kosmonaut und Lia H. machen den. Wie siehst du das? Alles ein Wort.de. Das ist der Blütenschatz vom Dirk Prims. So, jetzt stelle ich mich mehr hinten an, oder? Ach, warum nicht? Mein Blütenschatz, in der Reihenfolge steht er hier gerade. Hatte ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Den musste ich nochmal korrigieren, sozusagen. Mein erster Blütenschatz hatte mit Potsdok zu tun und das war die Aufnahme, die Tonscherbe vom Dennis Fuß. Der hat nämlich nach langer Zeit mal wieder zum Gerät gegriffen und eine Scherbe, so heißen seine Episoden, produziert, die 59, wo er sich mit dem Travis J. Doe auf Potsdok unterhalten hat. Und das Gespräch war schon so schön, der Travis hat da so gemütlich und locker erzählt, dass das dieses Potsdok-Feeling ganz gut rübergebracht hat. Aber dann hat Travis nochmal in seinem eigenen Angebot, Amerikaner für euch, auch eine komplette Potsdok-Folge gemacht, wo er nochmal seine gesamten Eindrücke und auch alle Teilnehmer besprochen hat und so weiter. Und jetzt habe ich eben zwei Blütenschätze. Also einmal das Gespräch, das Dennis mit Travis führt in der
die Tonscherben 59 und einmal das Gespräch, also das Solo-Gespräch vom Travis Amerikaner für euch, Podstock Germany 2019. Und wo man das sehen kann oder runterladen kann, das schreiben wir in die Shownotes. Das ist nämlich hier so ein bisschen bei Acast unter sehr, sehr kryptischen URL abzurufen. Das ist mein Blütenschatz. Und jetzt seid ihr dran. Claudia. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Blütenschatz. Ja, ich habe vorhin noch quasi spontan einen reingekippt. Nicht in mich, sondern einen Blütenschatz ins, in das Planungstool. und zwar ging das darauf zurück, dass ja der Oliver sagte, er hört sich gerade so an wie 1800 irgendwas mit dem Telefon hier bei uns. Ich habe mit der Becky, ne, die macht ja auch den Früff, Frauen reden über Fußball, und die hat einen Podcast namens Reichlich Randale. Das ist ihr, wie schreibt sie es so schön, ihr Personal Pöbel Podcast. da haben wir allerdings, also es ist halt nicht nur über Rants und so weiter, sondern halt auch ganz viel Feminismus dabei. Und da ist in der Folge 9, geht es um Radio Girls, Role Models und Redaktionsleiterinnen. Das Ganze geht zurück auf ein Gespräch vom Kongress, vom 35C3. Und zwar haben wir uns da unterhalten über Hilda Matheson. Das ist so die Vorreiterin des Talk Radio, also quasi die Begründerin der Podcasts. So damals in den späten 1920ern hat sie Talk Radio erfunden, quasi bei der BBC. Und es gibt über sie halt auch ein Buch, das nennt sich Radio Girls. Das lese ich tatsächlich auch gerade, immer noch. Ich bin immer noch nicht damit fertig geworden, dieses Buch zu lesen. Es ist aber wirklich ein sehr, sehr cooles Buch. Und primär eben diese Hilda Matheson sollte eigentlich viel mehr noch gewürdigt werden. Beim 35C3 gab es beim Sendegate für sie einen Hexenschrein, also mit AE, Hexen, ne? Hackerin. Ah, ja. Genau, richtig. Und... Ja. Jetzt ist die Folge bei Reichlich Randale gerade vor ein paar Wochen online gegangen, und ich fand, das sollte man auf jeden Fall auch nochmal sagen. Schön. Schöner Hinweis. Schöner Blütenschatz. Dankeschön. Und ich habe, sehe hier, wir haben einen Blütenschatz von Sebastian. Juhu. Sebastian, was hast du denn? Hast du schon genannt, auch Amerikaner für euch. Habe ich dir die Show gestohlen. Genau, von Travis, das Gespräch hatten wir auch schon erwähnt. Das fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Vor allem, er war ja zum ersten Mal da, und insofern ganz spannend, wie er das Ganze so aufgenommen hat. Und ja, das hat mir auch sehr gefallen. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich bin auch so bei, es geht ja doch recht lang, ne? Also fast 2 Stunden oder so. Also ich bin, glaube ich, bei 1:30 oder so. Mehr steht ja noch eine halbe Stunde vor, aber allein das, was bis dahin schon alles erwähnt wurde, war schon genial. Und auch wie akribisch er da so gut durchgeht und mit den Namen und so weiter sich da Notizen gemacht hat. Sehr cool. Ja, und er ist wirklich, also er sagt es ja, er ist mit voller Erwartung gekommen, und die Erwartungen sind nicht unerfüllt geblieben. Also das ist das tollste Fazit eigentlich. Aber jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Eieieiei. Okay, dankeschön, dass du den gleichen Blütenschatz hast wie ich. Bitte. Und Lars beschließt jetzt diesen schönen Reigen. Was hast du denn? Nein. Nein. Du hast Mut. Du hast Mut zu keinem Blütenschatz. Ne, sagen wir es mal so, ich habe beim Hören, irgendwann habe ich vor die letzten Wochen mal was gehört, und mir war es schon mal so gegangen, dass ich beim Hören sagte, das muss ich mir merken für einen Blütenschatz. Und dann habe ich das erste Mal diese Favorisieren-Funktion in meinem Podcatcher benutzt. Und als ich das nächste Mal guckte, war die Episode weg. Und zwar komplett. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Und ansonsten habe ich nur lauter Sachen gehört die letzten Wochen, die ich alle hier schon x-mal verblütenschätzelt habe. Die sind auch weiterhin alle toll, und es ist, sind alles eigentlich Blütenschätze, aber da käme jetzt nichts Neues bei raus. Also überspringe ich dieses Mal.
Du könntest dieses Angebot aus München da, was dieser komische Herr Wunderlich und diese Frau Anders da betreiben, dieses, wie heißt das, Morgengabe-Radio, Morgenradio vielleicht nochmal erwähnen. Was Martin sagt. Das ist mir aber gegeben, danke. Das Copy und Paste des Audios. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen erste Stunde, aber Morgenradiohörer der ersten Woche oder irgendwie sowas bin ich, glaube ich, tatsächlich. Und es gefällt mir sehr gut. Also von daher kann man auch einen Blütenschatz draus machen. Jo. Wie schaffst du es denn, wenn du morgens so müde über deiner Kaffeetasse hängst, doch diesen teilweise doch recht diffizilen Geschichten zu folgen? Geht dein Hirn dann schon auf? Ja, ich bin tatsächlich auch jemand, der morgens relativ zügig wach wird. Wenn ich so die ersten Tätigkeiten mache, sprich, wenn der Kaffee schon mal da ist, werde ich allmählich wach. Und dann fange ich an, in der Küche rumzurödeln, daher das Wort Gerödel. Das heißt, ich spüle morgens ab und so weiter. Wir haben keine Industriespülmaschine, wir haben nicht mal eine normale, sondern hier wird von Hand gespült. Und das mache ich morgens und dabei läuft das Morgenradio und die Brötchen rösten allmählich auf dem Toaster durch und so. Ja, das ist so jeden Morgen der Ablauf eigentlich. Kürzlich war es mal ein bisschen anders. Da war hier einfach meine gesamte Zeitplanung total durcheinander, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen durch und es kehrt Normalität ein und damit auch das Morgenradio in den Morgenalltag. Schön. Macht es doch alle dem Lars nach und abonniert das Morgenradio. Ich glaube, Oliver und Ellen würden sich sehr freuen, wenn da ein paar mehr auch Männer dabei sind. Das ist ja mal neu. Irgendwie schon, ja. Das fand ich schön, sehr gut. So, ihr Lieben, wir sind durch mit den, wie ich sagte, wir haben keinen Plan, aber natürlich haben wir doch einen Plan, aber nicht so richtig Plan. Es fühlte sich irgendwie ungeplant an und das ist dann, naja, aber es ist trotzdem irgendwie rund geworden, glaube ich. Ja, dann sage ich einfach mal Dankeschön an alle, die das jetzt hier hören, das Dankeschön. Das Dankeschön geht zuerst mal an die Hörenden, die das eben in der Konserve hören, ganz normal, wie Podcasts halt genossen werden, üblicherweise. Natürlich auch an die Early Adopter, die jetzt hier heute schon live zugehört haben, die sich die etwas magere Tonqualität über das Telefon auch direkt haben anhören müssen. Wir hoffen ja über die Double-Ender-Idee, dass die Aufnahme, die der Oliver direkt lokal gemacht hat, wesentlich besser ist und der Sebastian wird sich die Mühe machen, dass diese Spuren irgendwie anzugleichen. Das kann ja manchmal ein bisschen diffizil werden, also auch dafür schon mal ein Dank in deine Richtung, Sebastian. Und naja, dann eben den Dank an den Gast, den Oliver, dass wir ihn erreichen konnten, dass er uns von seinem Projekt und seiner Umstellung von Bezahlschranke zu Spendenmodell erzählt hat und die Gedanken, die dahinter steckten. Und natürlich ein Dankeschön an euch Mitsendegärtnerinnen, die hier mit mir heute Abend gesessen haben. Da sage ich mal Dankeschön, Claudia. Danke auch, war schön wie immer. Danke, Sebastian. Ja, sehr gerne. Und danke, Lars. Es war wie immer eine Freude. Danke euch. Wunderbar. Gut, und damit machen wir kurze Fünfe und gehen in die Nacht und sagen einfach nur Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.